Okay, wir kämpfen noch immer mit der Technik, aber ihr habt nichts verpasst. Hier geht noch gar nichts. Hier ist das Spielfeld vollkommen leer. Und wir hoffen das Beste, dass die Technik gleich hier in den Griff zu bekommen ist. Ja. So, dann sage ich hallo und herzlich willkommen live in Offenbach. Das heißt, Kickers Offenbach empfängt den AFC Wimbledon. Die Gäste aus England ganz in Gelb spielen, der OFC in Rot. Ja, ich denke mal so um die 3000 Zuschauer werden da sein. Darunter auch 300 Engländer, die machen schon mächtig Stimmung. Und ich heiße Sie an dieser Stelle nochmal recht herzlich willkommen. Auch vor allen Dingen unseren Kollegen Frank, der uns hier heute ein bisschen übersetzt. Und vor allen Dingen George aus Wimbledon. So George, we reckon it's going to be around 3,000 fans welcoming both teams. We're really happy there, for the occasion and looking forward to the game. Yeah, we are too. We expect there to be about 200 to 300 Wimbledon fans travelling. It's great to see so many fans here in such a great atmosphere for a pre-season game. Cheers, George. Ja, das sieht richtig gut aus und dann gehen wir gleich mal in die Aufstellung. Wen nehmen wir zuerst? Die Gäste, oder? Ja. Also die Gäste zuerst. Die Aufstellung, ich habe sie eingeblendet und George, der kann so ein bisschen kommentieren. Right, George, you're happy to make your comments on the English 11 players you got on the pitch? Yeah, I mean, we've got our goalie who was our third choice last year, is our second choice this year. Luke O'Neill's a brand new signing for this. This will only be his second game. Anthony Hartigan has come through our youth system, as has Paul Kalambai and Archie Proctor. And Joe Piggott is our top striker, while Jerome Benham-Williams is in on trial. Also ein Torhüter, der vor kurzem noch dritte Wahl war und sich hochgearbeitet hat und ein Spieler, auf den wir alle aufpassen sollen, ist Joe Piggott im Sturm mit der Nummer 39. Ja, jetzt kommt noch was Besonderes, eine Gedenkminute. Zwei treue Offenbacher Weggefährten sind verstorben und da hören wir rein. Am 18.06. verstarb Manfred Manni Klausner im Alter von 73 Jahren. Er war einer der ganz Großen in der Sportstadt Offenbach, setzte starke und sehr bemerkenswerte Akzente in der Leichtathletik. Bei seinen Kickers lag ihm ganz besonders der Jugend- und Amateurbereich am Herzen. Sozusagen die Keimzelle des Vereins. Am 25.06. verstarb Klaus Simon aus Bräunings im Alter von 57 Jahren. Der in Fankreisen als Kickers Klaus bekannte und allseits beliebte fast alles Fahrer, erlitt auf der Fahrt zu unserer außerordentlichen Mitgliederversammlung einen Herzinfarkt. Mit seinem wunderschönen rot-weißen Kickers-Outfit, einem selbstgestrickten Pulli und Mütze, war er stets zugewandt und herzlich Klaus, fast so etwas wie ein Markenbotschafter für unsere Kickers. Beide haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise Spuren bei ihrem Herzensverein, unseren Kickers, hinterlassen. Gerade auf solche Spuren sind es, die einen Verein ausmachen. Und wir hoffen, dass beide nun von oben auf unseren OFC schauen können. Vielen Dank. Thank you very much. Ja, das war die Gedenkminute für ganz tolle, treue Weggefährten. Okay. Und ich denke, wir können jetzt starten. So hat es der Stadionsprecher auch gesagt. Also jetzt ist das Startzeichen so endgültig gegeben. Und jetzt gibt es kein Halten mehr. Das heißt, wir haben die Engländer schon gezeigt. Jetzt also der OFC. Den wollen wir auch noch mal einblenden. Und da haben wir im Tor Seidel, unser Neuzugang. Schikora Linksverteidigung außen. Pezzoni und Lovric in der Mitte. Lemmer rechts. Weil und Campagna auf der 6. Dann haben wir Kurz im Mittelfeld. Links vorne. Duckfuß auf der 10 in der Mitte. Mike Vedder rechts. Und Jake Hurst, hoffentlich on fire in der Spitze. Gleich geht's hier richtig freundschaftlich, aber dann doch heftig zur Sache. Ein echter Härtetest für uns zumindest und ich denke und hoffe auch für die Engländer. Fragezeichen. Proper test for you or just a friendly?
it should be a proper test. We'll be trying to get a bit competitive. This is quite close to what we'll be seeing in our first league game, so it should be a good test for us today, especially with high-quality players like Jake Hurst for you. Also auf keinen Fall nur Freundschaftsspiel, sondern ein ernstzunehmender Test. Man vermutet uns durchaus auf der gleichen Qualität, wie das erste Ligaspiel sein wird. Ja, und der OFC, der wird anstoßen im eigenen Haus. Und ja, ich bin gespannt, wie das unser Gast, der George, so sieht. Wir denken und glauben ja immer, dass wir auch so ein bisschen britisch sind. Jetzt geht's los, Gott mit uns, der OFC, der ist im Spiel und am Ball. Das nicht nur, was unser Selbstverständnis angeht, sondern auch, was das Stadion angeht. So it's starting now, and our self acceptance is a bit like we think ourselves playing a bit of British style football, having a British style football stadium, and it's going to be interesting what you think about it. What about the stadium? Because we haven't seen much of the game so far. Yeah, it's a lovely stadium. It's been probably one of the better stadiums we've ever played in. Seeing the sort of loud fans on the stand opposite, standing along the side, that's quite a British thing as well. And seeing some quite big banks behind both goals. It's a really nice stadium and we look forward to playing a good game of football here. Also auf jeden Fall tolles Stadion, viel, viel besser als manche Stadien, in denen sie bisher waren. Sie zählen es auf jeden Fall zu einem der besseren. Ganz, ganz toll mit der Stehtribüne auf der Gegend gerade. Das ist auf jeden Fall einzigartig und man freut sich auf ein tolles Spiel. Ja, und für die Zuschauer, die später eingeschaltet haben, wir haben das eingangs mal so kurz gesagt. Es sind ja auch einige Briten eben, die ja eben nicht nur hier auf der Haupttribüne sitzen wollten, die gesagt haben, wenn wir schon mal in einem deutschen Stadion sind, dann wollen wir auch stehen. Und die haben sich dann einfach unter das Volk gemischt und die Offenbacher Fans, die haben das vorhin, als das hier angesagt wurde, sehr mit Beifall beklatscht. So many of you guys decided, instead of sitting on the main stands, to go to our fan area and stand up because they really miss it from England. And when it was announced, there was applause from our side. So what do you how do you feel about that? It's great. We don't often get a stand up at away games anymore. There's only two teams with terraces in our league, so we don't really get to do that anymore. And I know a lot of our fans have jumped at the opportunity to stand watching a game of football again. Also selbst in ihrer eigenen Liga gibt es gerade noch mal zwei Teams, wo man überhaupt noch stehen darf. Und deswegen ist es absolut verständlich, dass viele die Chance nutzen wollten und sie freuen sich natürlich mega. Ja, und wir freuen uns, dass wir hier internationales Flair mal wieder am Biberer Berg haben. Und wir hören es auch, die Engländer, sie singen, wie wir das so kennen von den großen Spielen, sonst immer nur im Europacup. Aber wer sagt denn, dass es Europacup-Feeling nur ganz oben geben kann? Nein, 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 ganz im Gegenteil. Ich glaube, gerade bei den in Anführungszeichen, ja, kleine sind es ja gar nicht, Traditionsclub, so will ich es mal sagen, da ist doch Atmosphäre und Stimmung Pflicht. So we get a bit of international feeling, and Lars just said that it's the well, little clubs playing on an international, but they're not so little anyway. They have a huge history, yeah. So it's quite an enjoyable thing. It is. It's great. Both clubs have had such a rich history at such a high level, but both clubs have fallen on hard times recently. So it's great to be able to play clubs in Europe, because Wimbledon, we didn't really have this opportunity when we were at our peak. So it's great to be able to go and play high quality opposition in foreign countries. Also George stimmt absolut zu, beide Clubs mit einer tollen Historie und natürlich traurig, dass es in den letzten Jahren so war. Absolut zu befürworten, dass wir heute hier dieses Spiel haben. Also was es bedeutet zu leiden, das weiß in Deutschland außer Rot-Weiß Essen und vielleicht Alemannia Aachen nur noch Kickers Offenbach und die ganz, ganz besonders. Und ich glaube, unsere Gäste in Wimbledon, die haben Großartiges geleistet, auch aus dem Leid, aus der Trotzphase heraus. Und sie sind zumindest wieder da und sie sind zumindest wieder zu Hause. Well, he said again about suffering over the last decades, and you probably had one of the hardest histories, but you came back and you're going back home. Yeah, it's great. We're aiming to open up our new stadium, which is right next to where we played as Wimbledon FC. We're hoping to open that new stadium in summer 2020, and we're all really looking forward to going home. Also auf jeden Fall, bald gibt es das neue Zuhause, nur ein paar hundert Meter von dem ursprünglichen Stadion entfernt und man kann es kaum noch abwarten, bis man endlich wieder zu Hause im neuen Stadion an der Plough Lane spielt.
Und es hat sich gut gefüllt, also das sollten doch schon an die 3000 sein, denn alleine auf der Gegengerade sehe ich schon mindestens 1500 Fans. Und dann hier auf der Haupttribüne, da ist es ziemlich, ziemlich voll und gute Stimmung. Das dank auch unserer Gäste, die hier sich sozusagen einen kleinen Block mitgebracht haben. 200 vielleicht hier auf der Haupttribüne, 100 vielleicht noch im Block 2. Und ja, bis jetzt geht es noch ein bisschen hin und her. Es wird sich noch abgetastet, ausgeglichenes Spiel. 4,5 Minuten gespielt und 0:0 steht es nach wie vor. Ja, da gibt es ja in Wimbledon, ja, ich sag mal, auch aus der Not geboren, ein tolles Modell, wie man dieses neue tolle Stadion finanzieren will. Denn das ist ja immer die Gretchenfrage, wie finanziert man so etwas? Vielleicht kann uns George dazu etwas sagen. Right, George. So the question is about your new stadium. It's going to cost a lot of money, but there's nobody just donating, giving you the whole amount. So how are you going to manage that? Well, we're aiming to get, we've got a fundraising scheme going at the moment. We're hoping to get normal fans and members to donate as much money as they can. We're aiming to raise about £7 million from this, and we're hoping that that'll pay off the new stadium without the need of such a big bank loan. Also es sieht so aus, dass natürlich so ein riesiger Betrag nicht einfach so zur Verfügung steht. Und es ist eine Mischung aus normalen Fans und Trust Members. Also es gibt so einen Club der Gönner, Mitglieder, die halt einfach bis zu 7 Millionen Euro hoffentlich beisteuern werden. Ja, aber ich habe gehört, da gibt es auch dieses Modell, was wir in Offenbach auch hatten, dass man sich verewigen kann als Fan, als kleiner Fan eben mitmachen kann. Ich weiß jetzt nicht genau den Fachbegriff dafür, aber im Grunde hatten wir das ja auch, dass man mit den Spielern was machen kann. Und da, glaube ich, geht es noch weiter an jedem Stadionpfosten. Überall kann man sich verewigen. So there seems to be a model or an idea that the fans can like get their names or buy certain things like a corner flag or something or things like that and have their names put on. Yeah, so the idea being is that if you donate certain amounts of money, you'll be able to get certain things. If you donate this much, you'll get your name on a goalpost, this much you'll get your name on a corner flag. Even things like beer taps will have sponsors' names on. Also es ist tatsächlich so, dass je nachdem, wie viel Geld du als Fan, als Gönner für den Stadionneubau spendest, kannst du zum Beispiel deinen Namen auf der Latte des Tors haben oder eine Eckfahne oder einfach nur einen Bierdeckel als Sponsor in der Stadionkneipe. Also, ausgeglichenes Spiel, nach wie vor 0:0 steht's, 7 Minuten jetzt exakt gespielt. Die Stimmung, die ist gut und ja, vor dem Spiel hat es hier noch mächtig geregnet. Man sagt ja immer so, lieber Frank, vielleicht kannst du das beurteilen, ansonsten fragen wir George, aber jetzt kommt erstmal der auf die rechte Seite, abgefeuert und das ist die Möglichkeit. Also, erste gute Möglichkeit. Vielleicht würde der Engländer sagen, what a shot. What a shot? Yeah, Luke O'Neill did well to get across and block it there and to head out for a corner, but kickers are looking dangerous here. So you could see the chance there here, George. Well, next time George will do a good commentary on the slow motion, promised. Yeah, yeah. Ja, jetzt schauen wir erst einmal rein, denn jetzt gibt es den Eckball für den OFC, der sich hier anschickte, ja, zu sagen, wir sind hier der Herr im Haus. Also das war der erste Warnschuss sozusagen. Und wir waren ja so ein bisschen bei den Klischees und da kommt jetzt vielleicht Campagna mit der Möglichkeit. Okay, ja, ja. Und ja, wir waren bei den Klischees, da wollte ich noch mal ein bisschen nachbohren, denn ich hatte das gesagt, ja, vor dem Spiel hat es noch mal ein bisschen geregnet und da haben wir alle gesagt, ja klar, britisches Wetter. Ist das ein Klischee oder ist das, lachen da die Engländer eher drüber? Klischee. Ich war jetzt, keine Ahnung, 20 Mal in London, meine Frau kommt von dort und keine Ahnung, also meistens ist dort ganz normales Wetter, auch nicht anders als hier, also vergesst bitte dieses Klischee, alles ist gut. Und da will ich gleich weitermachen und das fragen wir dann vielleicht mal George. Mit der englischen Härte heißt es ja immer in Deutschland. Ja, das ist internationale Härte, englische Härte. Ja, wie ist das da? So Lars is asking for English roughness. You know, we have this picture in our heads of English roughness. Would you like to comment on that? Well, I think we've just seen a bit of it there from our young English centre back Archie True. Proctor. But we've got a big team with that history. It's the players are brought up in aggressive in the challenge, and it should be good to see some of that into the first team.
Also generell ja, gerade haben wir es gesehen. Hoffentlich wird man auch diese berühmte englische Härte in der ersten Mannschaft über die Saison sehen. Ja, aber nicht im Freundschaftsspiel. Ganz bestimmt heute nicht. Not in a friendly though, hopefully. Yeah, hopefully not too much aggression today. Jetzt schöne Anfeuerungsrufe. Kickers, Kickers von der Waldemar Kleintribüne. Und die Engländer, die haben hier auch schon mächtig vorgelegt mit ihren Gesängen, wie man sie kennt. Und das würde mich auch interessieren. Ich war ja auch in vielen, vielen englischen Stadien, rund um London sowieso und dann aber auch bis hoch nach Schottland, auch Newcastle und alles haben wir so abgeklappert. Aber mit der Stimmung, da bin ich mir nicht so ganz sicher. So richtige Sprechgesänge, das, was wir in Offenbach Anfeuern nennen, wie dieses frenetische Kickers, Kickers, das kenne ich so gar nicht aus England. Ist ein Gesang, ja, und das sind die Engländer ja spezialisiert für. Ist das Anfeuerung pur in England? So Lars is asking about the type of support. So, he says he's been to many games in the UK, in Scotland and so on. But the typical staccato kind of cheering that we have with the kickers, kickers is not so common in England. You're more the singing, yes, fans, right? We do more singing, we have more songs and more sort of comedic chanting. We don't have such aggressive chanting and loud chanting in unison. We do more sort of songs and singing. Also es wird auf jeden Fall in England mehr gesungen, teilweise sehr ironisch, da ist viel Humor dabei und weniger dieses aggressive Staccato anfeuern. Okay. Ja, beim OFC oder überhaupt in Deutschland ist ja eigentlich so, dass wenn man noch nicht führt, dann muss man lautstark anfeuern, wie wir es eben gesagt haben. Und ja, wenn man führt, dann kann man Gesänge an den Tag legen. So Lars just pointed out that if you're not leading yet, you should more being in the aggressive way of staccato support, and you can always sing when you're winning. But you've got a song sing when you're winning, are you? Haven't you? Yes, we've got several songs. Some of them we sing just when we're winning. Some we sing all the time. But we've got a lot of songs. We keep it up, and there's a good atmosphere from the travelling Wimbledon fans here today. Also generell ist es in alle Richtungen mit Gesängen, aber generell ist heute ja schon mal ein ziemlich guter Support und ja. Auf jeden Fall. Und das Spiel, das würde ich sagen, ist auch sehr munter, sehr lebendig auf beiden Seiten. Also da geht es gut zur Sache und hier geht es natürlich um die Plätze, ganz besonders bei uns, das sind viele neue Spieler. Wie ist das beim FC Wimbledon, ist dort auch richtig durchgemischt worden oder kann man aus der Substanz sozusagen schöpfen? So Lars is asking about transfers, have you had a big change in your team or is the main base still there? Well, we lost about 10 players over the summer. We've got 5 players already in this summer. We've got 1 trialist playing today. Best Academy players stepping up to fill the gaps left by those players who left in the summer. Okay, also es sind 10 Spieler tatsächlich gegangen diesen Sommer. 5 Neuzugänge und einige werden nun geplant ersetzt aus dem eigenen Nachwuchsbereich. Ich meine, hier in Deutschland haben wir ja das Problem, insbesondere der OFC hat das Problem. Jetzt schauen wir erst einmal, denn da kommen unsere Gäste, aber dann schon wieder gut geblockt hinten. Ja, da ist das Problem, dass man in der vierten Liga so richtig ganz, ganz weg ist von den Fleischtöpfen Ägyptens. Da gibt es nichts, aber auch gar nichts an TV und Fernsehgeld. Und da ist man abgeschnitten und irgendwo die traditionellen Fans erwarten natürlich immer in Verbundenheit mit der Vergangenheit, ja, dass man wieder zurückkommt. Wie ist die Kluft da sozusagen in England zwischen dritte, zweite, erste Liga, Premier League? So in Germany we have the situation that if you're in the fourth league that we're in now, you're a bit away from the honeypot, you could say. So you don't have really the choice of players that you wish to have. So it's always difficult. What is the situation like in England and how big are the gaps between first, second, third, fourth league, you'd say? Well, it's a huge amount. In terms of the Premier League, they get about 5 times as much as any other league, or probably even more than that. And then we get only about 10% of what the division above us gets. So it's a big gap in between each division. Also die Lücken sind tatsächlich sehr, sehr groß. Premier League mindestens 5-mal so viel wie alle anderen Ligen bekommen. Und sie bekommen gerade mal 10% von dem, was die Liga über ihnen bekommt. Also es ist durchaus vergleichbar und nicht einfach.
Vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir machen gleich genau so weiter, wollen noch viel mehr wissen. Wir müssen jetzt einen ganz kurzen Wechsel machen. Da bitte ich dich auch mal ganz kurz Platz zu machen, denn wir haben einen Partner, einen Sponsor hier bei uns. Aber jetzt kommt der OFC erste Mal über die rechte Seite und das ist die Möglichkeit. Oh, da müssen wir nochmal nachschauen, denn das war eine gute Möglichkeit. Und kurz der Neuzugang aus Augsburg, der zog einfach ab. Da haben wir die Szene noch einmal und da können wir nochmal reinschauen, bevor es dann hier gleich weitergeht. Also fulminanter Schuss, das war die echte große Chance. Jetzt kommen wir, sind ganz gleich, 2 Minuten. Ja. So, und jetzt schauen wir natürlich noch nach dem Eckball und dann habe ich hier einen auch interessanten Gast und dann widmen wir uns gleich wieder George und Frank. Die werden uns hier über das ganze Spiel zur Verfügung stehen. Jetzt also Eckball von der rechten Seite reingeflogen, aber schön runtergepflückt vom englischen Torhüter. Das ist Nick Tesniv, glaube ich. Da muss ich noch ein bisschen üben, da kriege ich das vielleicht noch hin. So, und ich habe es angekündigt, wir werden hier bestens versorgt mit herrlichem, wunderbaren Bier. Endlich Klapsbräu. Und so heißt auch die neue Tribüne dort hinten, dort wo die Tore nachher fallen sollen, beziehungsweise jetzt erst einmal auf der anderen Seite. Und das ist der Vertreter von Klapsbräu. Wen genau habe ich hier? Hi, ich bin der Julian, bin der Braumeister von der Klapsbräu. Der Braumeister, und du machst mich richtig glücklich, denn wir haben hier viele Jahre lang zwar einen guten Partner gehabt, aber ganz ehrlich, der Unterschied, der ist im wahrsten Sinne des Wortes zu schmecken. Das ist richtig lecker. Ich bin ein großer Klaps-Fan. Seit dem Bekanntwerden, ich war ja auch bei euch, habe dann die Livestream damals gemacht, trinke ich nur noch das Helle von Klaps, obwohl ich alle durchgetestet habe. Das brauchst auch du? Ja, freilich. War sogar meine Erfindung. Habe ich aus meiner bayerischen Heimat mitgebracht. Das hast du gut gemacht. Das hast du sehr gut gemacht. Da muss ich sehr, sehr loben. Und ja, jetzt seid ihr hier beim Fußball angekommen. Hättest du auch nicht geglaubt vom Jahr, oder? Ja, wobei wir einfach sehr gut hierher passen. Wir sind regional verwurzelt, der OFC ist regional verwurzelt. Also eigentlich wird nur zusammengeführt, was schon lange zusammenpasst. Auf jeden Fall, das passt wie die Faust aufs Auge. Der OFC mit einer großen Dynamik und ihr ja auch. Das heißt, ihr habt euch im Grunde selbst neu erfunden. Also das heißt, das Alttraditionelle, das ist geblieben, wie beim OFC. Und dann habt ihr eine komplett neue Fabrik aufgebaut und eine ganze Palette an neuen Bieren geschaffen. Wir dürfen da immer mal so ein bisschen testen hier. Das ist der Hammer. Ja, also wir haben uns, denke ich, da sehr gut neu aufgestellt, weil wir auch große Ziele haben. Wir wollen hier in der Region einfach das beste Bier sein. Wir wollen die Brauerei sein, die die Leute hier anspricht. Und auch das ist wieder so ein Thema, das der OFC auch tut. Spricht einfach die Leute hier in der Region an. Und man sieht es ja heute an einem verregneten Nachmittag, wie viele Leute im Stadion sind, um sich ein Freundschaftsspiel anzugucken. Ja, das ist Kickers Offenbach und das ist die Klapsbräu. Also eine tolle Kooperation. Wir danken euch an dieser Stelle. Freuen uns, dass wir zukünftig Klapsbräu genießen dürfen. Alles Gute und auf bald. Dankeschön. Vielen Dank. So, da haben wir also direkt die Stimme mal von Klapsbräu hier gehabt. Der Braumeister persönlich, der mir sozusagen mein abendliches Bier zurecht bastelt. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Und gleich geht's hier weiter mit George und Frank. Da müssen wir mal gucken, wo der Frank hin ist. Der ist abhanden gekommen, der Frank. Und dann wird er gleich wieder hier auf den Reporterplatz kommen. Wir haben aber nichts großartig verpasst, oder? Haben wir nichts großartig verpasst. Es gab dann noch eine Möglichkeit für den OFC. Frage an George, lieber Frank. Ich sehe das so, vielleicht Feldanteile ziemlich ausgeglichen, aber der OFC, ja, 2-0 Chancen. So what do you reckon, what's the game like at the moment? 2-0 chances for Offenbach? How's your team doing? Yeah, Offenbach have had a couple of good chances. I'm slightly surprised by the formation we are playing. It does look like we're playing a 5-3-2 rather than a 4-4-2 with one of our wingers as a fullback. So slightly surprised about that, but Kickers have had the best of it so far. Also er ist tatsächlich ein bisschen beeindruckt gerade, auch von der Offenbacher Leistung, aber auch von der Aufstellung von Wimbledon, die in anderen Formationen spielen als erwartet. Aber vielleicht probiert man da auch gerade was aus. Ja, was jetzt für unsere deutschen Zuschauer natürlich auch interessant ist, und ich denke, das haben unsere Fans natürlich auch gesehen, und das ist ja in Anführungszeichen nur überraschend, so überraschend ist es gar nicht, nämlich, dass Lemmer hier eigentlich wieder mit der auffälligste Akteur ist. Das ist der Jüngste, der auf dem Feld steht, und wir haben ja jetzt richtige alte Haudegen, in Anführungszeichen alte Haudegen, erfahrene Spieler dazu bekommen, und da schauen natürlich alle genau hin, und der Lemmer, ja, der ist jetzt neu und der ist von der Jugend, naja, und der spielt ein bisschen mit. Nein, er ist hier einer der schillernden Figuren. So one of our most, number 19, Lemmer, he's from a youth team, just had his first contract, and he's the most visible guy at the moment, which is quite surprising. Have you noticed him already?
Yeah, he's causing a bit of trouble already for us. He's getting a bit of success down that right-hand side, which is a bit of a concern, really. We are playing the trialist at left-back, so it's interesting to see that he is struggling against quite clearly a high-quality young player. Also durchaus aufgefallen, auch George scheint ein Experte zu sein. Und ja, er macht auf jeden Fall ganz schön Ärger. Ganz tolle Sache jetzt hier. OFC, AFC schallt zurück vom OFC-Fanblock. OFC und ich denke und glaube gehört zu haben, AFC zurück. So we have a bit of an exchange chant at the moment with the OFC, AFC at the moment. What do you think? It's a brilliant atmosphere. I don't think any of us have ever played in a friendly match like this, with this atmosphere. Großartige Atmosphäre und die beste, die er je erlebt hat in solch einem Moment. Also, wenn diese beiden Clubs nicht international spielen müssen, dann weiß ich es auch nicht. Aber was heißt das schon, international? Wir haben auch hier unsere Freude, wir haben auch hier unseren Spaß. Das ist im Moment unser Platz. Also auf jeden Fall, definitely both teams need to play international again at one point. Yeah, it'll be great to come back here or to invite you guys to our new stadium when that opens. But it's been such a good experience here. We hope we'll be able to play against you again. Also George hat gerade eben die Einladung ausgesprochen. Wir sind absolut herzlich willkommen, auch mal in Wimbledon zu spielen. Und sie kommen auch sehr, sehr gerne wieder. Naja, ich meine, das ist ja beim Europapokal so. Das ist doch logisch. Das hier ist ja nur das Hinspiel. Und wir haben ja dann noch ein Rückspiel zu bestreiten in Wimbledon. Und der OFC mit dem nächsten Schuss. Well, it's the logical consequence, as this is an international, this is the first leg, so the second leg has to be in Wimbledon anyway. Yes, I'm sure we'll be very happy to welcome you to our new stadium in the summer of 2020. Absolut, sind wir herzlich willkommen im Sommer 2020 oder ab da vorbeizukommen, um das Rückspiel zu spielen. Ja, also ganz tolle Geschichte hier. Nicht nur der Wechselgesang mit OFC und AFC, jetzt auch als die Offenbacher gesungen haben, steht auf, wenn ihr Kicker seid, oder sind die Wimbledon auch gestanden, haben ihr Lied dazu gesungen. Also hier gibt es viele Gemeinsamkeiten und jetzt der AFC im Angriff. Vielleicht kann uns das George ein bisschen kommentieren. So maybe George, you'd like to comment a little bit for your English fans back home? Yeah, I will. We got Luke O'Neill on the ball now, driving forward, crosses in, headed away the first man. Luke O'Neill challenges and kickers start trying to break away and eventually clear the ball. Archie Proctor slices it back, kickers have the opportunity to come here. Paul Galambay trying to beat away against the young English forward. And Zenev clears his lines. Okay, weiter geht's mit dem OFC. Der versucht jetzt den Ball erst einmal. Ja, nee, nee. Der AFC, der kommt über die linke Seite jetzt an den Strafraum. Und das war die erste Möglichkeit. Das war ein guter Schuss. Also über rechts knapp vorbei. Yeah, great opportunity for Wimbledon there. Great work by Michael Folivi to get in. Cut, run on the inside. On the right, managed to take a shot. Just looking at it on the replay. And it was just close. A good opportunity for the Dons. Good work from Michael Folivi. Also, hier geht's mächtig zur Sache. Es steht zwar noch 0-0, aber das ist absolute Nebensache. 22 Minuten gespielt, hier herrscht richtige Stimmung. Das ist Fußball pur. Da braucht's keine Nationalmannschaft, da braucht's keine WM, da braucht's ja gar nichts. Das ist einfach Fußball pur. Don't need any international World Cup games or European games if you have something like this. Do you agree? Agree. This has been absolutely brilliant. The fans mingling in the fan museum before the game was amazing. And the atmosphere here for a friendly game is immense. Absolut. Auch die Situation vorm Spiel, wo sich beim Fanmuseum beider Seiten unglaublich gut verstanden haben. Absolut klasse. Ja, und wir haben ja vor vielen Wochen, lieber Frank, du warst ja auch mitbeteiligt, ein Videogruß geschickt nach Wimbledon. Und ja, das ist riesig gut angekommen, also weit über 100 Likes. Aber es gab auch ein paar Deutsche, die darüber gelacht haben, wie schlecht wir Englisch gesprochen haben. Aber das ist ja für uns Nebensache. Und jetzt meine Frage, ist das Video angekommen in Wimbledon? Und ist das vielleicht auch der Grund, warum heute so viele Engländer mehr hier sind als gestern in Kaiserslautern? So we did send a little video message a couple of weeks ago to welcome you to Offenbach and tell you a little bit about our club. And in our fan scene, or some people criticized, for example, the bad English, some of the people spoke in and so on and so forth. The question is, did the video arrive and might this be the reason that more people than expected came?
Yeah, it's brilliant. A lot of our fans saw that and were very impressed with the effort that your club has put in to try and welcome us to this great city. Kaiserslautern did very little for us last night, but we've been made to feel very welcome in Offenbach, and that video certainly played a part. Also absolut kam das sehr, sehr gut an. Das Thema des schlechten Akzents war jetzt bei George kein Thema. Im Gegenteil, Kaiserslautern zum Beispiel hat in der Richtung relativ bescheiden bis gar nichts gemacht. Und mit sicherlich war das auch ein Grund, warum ein paar mehr Leute gekommen sind, als man gedacht hat. Na, das freut uns sehr. Da ist ja die Rechnung aufgegangen. Also wir haben uns Mühe gegeben und es ist angekommen. Genau dort, wo es sollte ankommen. Und hier auf dem Feld, ja, da ist ein munteres Spielchen zu sehen. Ich würde sagen, absolut auf Augenhöhe. 25. Minute, 0:0 steht's. Und Chancen gab es auch schon eine für Wimbledon und eben zwei für den OFC. Ja, jetzt kommt der OFC wieder über die linke Seite. Soll schnell durchgesteckt werden, aber dann, ja, ist er aus. Was jetzt? Also die Engländer wollen jetzt auch mal, dass alle aufstehen, aber so ganz ist es bei uns im Stadion noch nicht angekommen. Ach so, okay, das musst du übersetzen für alle, dass wir auch aufstehen, dann machen wir das auch. Ja, aber ich glaube, die hier sind, gucken jetzt nicht Fanradio, sondern konzentrieren sich auf das Geschehen auf dem Platz. Auf jeden Fall. So, und jetzt wird es hier gleich Freistoß geben für den OFC. Also vielleicht eine gefährliche Möglichkeit. Schauen wir mal. Denn jetzt wird er reingeschlagen, aber kurz und halb hoch. Das ist meistens nicht wirklich sinnvoll, nicht wirklich gefährlich. Und da haben wir Lemmer im Zweikampf. Schau dir an, Lemmer. So, you saw Lemmer. What do you reckon? I think it's very good. I mean, it's a high quality player. I'm looking forward to seeing more of him in as this game progresses against a very experienced player. Also George sehr freundlich hier an dieser Stelle sagt, das ist ein high quality player. Das brauche ich glaube ich nicht übersetzen. Und er freut sich darauf, noch mehr von ihm zu sehen. Ja, und da freuen wir uns auch drauf, denn das ist ein richtiges Jungtalent. Der ist ja aufgestiegen in die Bundesliga mit der U19. Und da sind wir auch sehr, sehr stolz. Nicht nur die U19 ist aufgestiegen in die Bundesliga, auch die U15 und die Damen. Also ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für Kickers Offenbach. Und das sollte uns vielleicht auch ein bisschen Mut machen, hier was aufzubauen, was eben in den nächsten 1, 2 oder 3 Jahren nach oben führt. So actually, Lemmer was just promoted. He played in the under-19s and they were promoted to the Bundesliga. So was our under-15 team. They were also promoted to the highest German league and our ladies did really well. And this should give us confidence for building up something new for the next couple of years. Well, that's great. Having young teams is so important, having those young players coming through. We've had 5 young players sign pro contracts this summer. So important for the future of the clubs and for those young players to see a pathway. It's very important to see those young players coming in and making an impact in the first team. Also absolut immer wichtig, solche Basis aus der Jugend zu haben, solche Talente. Alleine 5 Spieler aus deren Jugend haben dieses Jahr Profiverträge bekommen. Na, das ist doch wunderbar und eine weitere Gemeinsamkeit. So, ich sag's nochmal, wir wollen weiter für euch Fanradio machen und das vielleicht auch zur Information an unsere englischen Freunde. Wir machen das ohne einen einzigen Cent jemals vom Verein gesehen zu haben. Das machen wir mit einem ehrenamtlichen Team und das könnt ihr euch vorstellen. Wir fahren immer und überall hin, auch im Trainingslager, durch alle Länder, ob das jetzt Türkei, Spanien oder sonst wo war. Und das kostet natürlich richtig Geld. Wir können heute live übertragen. Der große FC Kaiserslautern gestern hat das nicht geschafft. Und das kostet Geld, deswegen auch unsere Bitte und Aufruf. Deswegen haben wir die Kontoverbindung eingeblendet, eure 40 Euro Unterstützungsbeitrag zu entrichten. Und das als Info an die englischen Freunde, wie das Ganze hier finanziert wird. Right, so a little information about the Fan Radio Kickers TV. This is all voluntarily. There's no cent being paid by the club. This is all done voluntarily. And of course, to have this traveling to every single match, including pre-season camps, training camps in Turkey, in Cyprus, wherever. We're always broadcasting, but this needs to be financed. So you might see a bank account. I'm pretty sure the bank accepts pounds other than euros. So feel free to donate. Every pound will help. No. Wie ist das in England eigentlich, was Fanradios und TV-Geschichten angeht? Gibt es dort vergleichbare Modelle, wie das jetzt hier bei uns der Fall ist und auch ehrenamtlich? So seeing Offenbach Kickers TV, Fan Radio, what is it compared like in England? Have you got similar projects? We don't have really something like this that is just done by the fans, for the fans. We've got a couple, most clubs have a podcast or a fan page, but because of the broadcast deals, they're not allowed to live stream the games or commentate on the games. So that's a brilliant setup you've got here, and we're envious over in the UK.
Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Clubs schon, oder viele Clubs haben was, aber es gibt keine Clubs, die, oder wenige bis keine, die irgendwas fanbasiert haben. Man ist durchaus ziemlich neidisch auf das, was wir hier machen. Na, da kriege ich ja schon wieder Gänsehaut, das freut mich sehr. Und das ist uns eine große Ehre, sowieso ist uns eine große Ehre, das überhaupt für die UFC-Fans machen zu können. Und dann eben jetzt auch hier so ein internationales Duell auch mal live zu übertragen. Und wir wissen, viele, viele Engländer sitzen jetzt hier in den englischen Stuben, vielleicht sogar Pubs, und schauen sich hier unseren Livestream an. Wir wissen, dass Tausende schon jetzt wieder hier mit live dabei sind. Und da sind ganz bestimmt ganz, ganz viele Engländer eben auch mit von der Partie. Und sie sehen ihr Team, sie sehen den AFC Wimbledon. Und das wäre so meine Frage nach dem Fazit bis hierhin. George, wie siehst du dein Team hier? So many of you guys back in England or all over the world will probably watch and listen to the game in either in pubs or their living rooms or wherever. Seeing the team, seeing your team so far, what do you say, how they're doing? We're doing well. I'm surprised we've got a lot of some of the young players out there are matching some of the Kickers players for physicality. I didn't think we'd see that, but we've got a good start. Michael Falivia, number 17, is looking dangerous at this early stage of pre-season. Also sie halten ganz gut mit, er ist überrascht, dass doch auch die jungen Spieler aus Wimbledon mit der Physis unserer Spieler mithalten können. Besonders beeindruckend die Nummer 17 auf Wimbledon-Seite, Michael Falivia, der tatsächlich eine sehr, sehr gute Partie bisher macht. Und jetzt kommt unser Neuzugang hier aus Augsburg. Er hat es versucht, kurz hier auf der rechten Außenbahn. Ist überhaupt sehr, sehr quirlig. Ja, mit dem Abschluss, da hapert es immer noch ein bisschen. Jetzt kommen wir über die Engländer, gefährlich. Über die linke Seite, da muss er direkt abziehen. Bleib ihm nichts anderes übrig, denn die Verteidigung, die war dann schon mit dabei. Aber vielleicht auch hier einen kurzen Kommentar von George. Yes, it's really good opportunity there for Mitchell Pinnock, for Joe Piggott, sorry, who started, had a good run in behind, shot got blocked by the last man, so Michael Falivia gave up, had he kept going, might have had an opportunity to get a second ball. We got Anthony Hartigan down with what appears to be a head injury, so this is worrying scenes for the Dons. Ja, jetzt mal ein kurzes Durchschnaufen nach 31 gespielten Minuten. Immer noch 0-0, aber man kann nicht sagen, dass es langweilig ist. Weder auf der Tribüne noch auf dem Platz. Hier geht's mächtig zu Sachen. Und ihr hört schon wieder die Engländer mit ihren Schlachtgesängen, wie wir sie kennen, wie wir sie hören. Und ja, ich glaube, das verspricht noch etwas. Ich glaube und hoffe doch, dass wir auch noch ein paar Tore sehen hier. Wie ist das überhaupt, was unsere Gäste angeht? Sind sie torhungrig? Stehen sie für viele Tore? Sturm? Hungry for goals or is the final result more important? At the moment it's just about fitness, getting the players in the minutes. It's about making sure the players play minutes, don't get injured at a good level, a good competitiveness and a good physicality. The result today is not the most important thing for us. And in general? I think in general the result is more important. We're a team that typically does well towards the end of games more than the start. So we're in this for a long game and we're hopeful we'll be able to do well and hopefully get a goal just before we make the subs. Also heute geht es tatsächlich nur darum, wo steht man, wo ist die Fitness, wie geht's weiter. Generell ist tatsächlich auch ähnlich wie bei uns, das Ergebnis zählt. Viele Tore sind schön, aber am Ende zählt, dass man mit einem guten Ergebnis vom Platz geht. Ja, und wir sind dann nicht nur gespannt, wie es heute ausgeht. Bis jetzt steht es unentschieden, 0-0. Also wenn wir dann in England 1-1 spielen, dann wären wir eine Runde weiter. So at the moment it's 0-0. So when we're coming for the second leg, a 1-1 would be enough for us. Yeah, we'll take that. We'll take two draws. Also mit zwei Unentschieden könnte man sich anfreunden. But you know, George, when we score one goal and you score one in London, yes, we'll be in the next round, right? Yes, no, we understand that. We're looking for, it'll be a great opportunity if we are able to host you guys. But like I said, the result's not the most important thing for us today. And if away goals do mean you go through, then that will have to be. Right, thank you, George. Also wir schauen hier genau ein bisschen hin und wir haben da hinten, ich glaube es ist die Nummer 36 entdeckt. Das ist Jerome Binom Villa und das würde uns schon interessieren. Das ist ein echter Schrank hier, dieser Jerome Binom Villa, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, da würden wir ein bisschen mehr erfahren wollen. So last spotted out Jerome Binom Villa and seeing he's quite a strong guy, big guy. Can you tell us something about him?
Yes, he came through at Crystal Palace as a kid. He's played for a couple of clubs in the lower leagues in England. He's on trial with us at the moment to see if we take him on for this season. And this is only the second time he's played for us in pre-season. So it'll be interesting to see how he does. Also es ist tatsächlich so, das ist ein Testspieler, der aus der Jugend von Crystal Palace kommt, schon einige Clubs hinter sich hat, bestreitet jetzt sein zweites Testspiel und man schaut schon sehr gespannt auf ihn. Also manchmal sieht man ja, aber ich glaube schon, dass ihr ein kompetentes Auge habt, aber manchmal sieht man das ja im eigenen Rang nicht so sehr, aber wir haben den erstmal jetzt hier ausgemacht, der ist uns aufgefallen. So are you surprised that we spotted him as a player of interest? Not really. Physically he stands out. He's a big player, especially for a left back, so it's not a surprise he stands out. And he is up against one of your academy prospects, so it makes sense it catches the eye for you. Also tatsächlich keine Überraschung für ihn. Es ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, der natürlich heraussticht durch seine Physis und so weiter und eine ganz gute Partie gegen unseren jungen Mann spielt. Aber wir haben jetzt eben eine kleine Chance verpasst, nämlich das Zuspiel von Kurz. Alles vorbereitet von Jake Hurst. Und dann der Abschluss, gar nicht so schlecht. Da musste sich der englische Keeper hier nochmal lang machen. Also gar nicht so von schlechten Eltern. Eine kleine Chance, würde ich sagen, war es dann auch. So we just saw a chance, but your goalie did well. What's your comment? It's a good save from Nick Zanev. He got it and held it at the second attempt. And again, we've been able to get the ball down the field quickly, and it looks like we've won a corner. Yeah. So, ja, wir haben auch richtig Spaß hier und wir werden hier auch ständig hier fotografiert und gefilmt, weil das ist nicht alltäglich. A, dass der OFC einen internationalen Gast empfängt. B, dass wir wie selbstverständlich, Frank, du wirst dich erinnern, als das klar war, habe ich gesagt, ja, und dann muss ich natürlich meinen Leuten sagen, nein, 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 wir werden nicht in Doppeldeutsch sozusagen kommentieren. Nein, wir werden den Engländer mit ans Mikrofon hier holen, sodass wir auch wirklich ein richtiges Freundschaftsspiel nicht nur auf dem Feld, sondern eben auch in den Medien haben. So it was clear from the beginning that this game would be out of the ordinary and something special. And from the beginning, Lars told the media team, no, we're not going to do the usual co-commentator situation in German. We're definitely going to invite somebody from England and have it a proper friendly and a joint thing. Yeah, it's great. When the 9 years team, we heard from you guys at Kickers, as Fan TV, and we were invited on. We jumped at the opportunity. It's a great opportunity for us to spend time. And this is what about pre-season games are about. Going meeting fans and having a drink with each other and having a good time. Also erstmal Shoutout an den 9 Years Podcast in Wimbledon. Absolut vom ersten Moment an, wo sie kontaktiert wurden, waren sie von der Idee begeistert und sind auch der Meinung, dass Spiele wie diese einfach dafür da sein sollten, sich kennenzulernen, eine gute Zeit miteinander zu haben, vielleicht ein paar Getränke gemeinsam zu sich zu nehmen und ein tolles Fußballspiel zu schauen. Ja, und das läuft ja jetzt hier schon den ganzen Tag in Offenbach mit dem Frühshoppen vom Fanmuseum angefangen. Da ist man ganz tief in die Geschichte der Offenbacher Kickers eingetaucht auf Wimbledon. Seite und dann eben jetzt hier zum Match. Und ich bin ganz sicher, nach dem Match, da wird man sich weiterhin freundschaftlich begegnen und auch einen heftigen Austausch haben. So he says that before the match there was already exchange in front of the fan museum. I saw that many of your mates took a tour and they quite enjoyed it. And hopefully this will carry on until after the match and spend some time together later on. Yeah, it's great. We had a great chance at the museum. Our fans are trying to set up a similar thing for our new ground, a fans museum run by the fans for the fans. So it's great to see you guys do that so well here, and hopefully we'll see it after the game as well. Also er bestätigt es nochmal, dass es wirklich großartig war vorhin. Einige haben wirklich die Touren gemacht im Fanmuseum. Man plant gerade mit dem neuen Stadion etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen, sprich ein Museum von Fans für Fans. Ja, und auch das ist ja in Offenbach genau wie beim Fanradio so. Das kostet den Vereinen keinen einzigen Cent. Ne? Ob das jetzt der Erwin ist, der produziert wird, das Fansign, ob das B, wir vom Fanradio und Kickers TV sind, oder ob das eben das Fanmuseum ist, der Fregel mit seinem tollen Team. Keinen Cent kostet das den OFC und das wird alles eben finanziert über die Fans. Deswegen auch nochmal meine Frage und Bitte zugleich, könnt ihr und wollt ihr uns unterstützen, sodass
dass wir weitermachen können. 40 Euro braucht es. Oder 2x20 Euro Vorrunde, Rückrunde ging auch. Oder eben ein Dauerauftrag, 3,33 Euro. Dann kriegen wir das wieder hin. Aber da schauen wir auch nochmal rein, denn das war eine schöne Möglichkeit für den OFB. Nee, haben wir nicht gerade. Dann gucken wir uns jetzt den Eckball an, der von der rechten Seite kommt. Und da ist die Anforderung auch wieder da. Es gab jetzt mal so 5 bis 10 Minuten, wo es ein bisschen ruhiger war. Aber die Fans, die haben die Spieler wieder ein bisschen aufgeweckt. So it seems the fans have woken up the teams again after it was a bit quieter over 5 minutes. Now we see the corner. Yeah, it's a good opportunity. Noise is picking up. Brilliant opportunity. Looks like it because of it. The bar doesn't look like Nick Zanever's got a touch on it. But the game's definitely started to wake up as we approach halftime. Ja, und wir schauen gerade in die Szene nochmal rein und das war Jake Hurst. Der ist schon mächtig on fire. Und das ist ja auch einer, der in dem Video vorkam. So the chance it seems was by Jack Hurst, who's originally English fellow man, and he was part of the welcome video. Do you remember? Yes, we all remember the Jake Hurst on Set Fire song. It was got a really good reception over here because obviously Will Gregg on Fire, the original, was started over in England, and it's a really good opportunity, and to see him play is really quite an honour. Also natürlich erinnert man sich daran und fand es auch ganz lustig, weil man hat dieses Will Gregg on Fire im Original und fand es durchaus gut. Jetzt aber die Engländer unterwegs, das ist vielleicht die Möglichkeit, aber dann erst einmal gestoppt. Also mit der Offenbacher Abwehr, da tun sie sich noch ein bisschen schwer, auch wenn sie versuchen nach vorne zu spielen. Ja Frank, ich habe gerade gesagt, die Engländer versuchen jetzt schon ein bisschen auch nach vorne zu spielen, haben wir eben gerade gesehen, aber mit der Abwehr, da kommen sie noch nicht ganz klar. So it seems your team is pressing at the moment and doing quite well in attacking, but defensive talking, what do you reckon? Yeah, well, defensively this isn't our strongest. Probably only one of this back three will start in our first league game. The other two played last night, but this is our first choice forward line, so it's good to see they're doing well and hopefully the defence can improve a bit as the match goes on. Also tatsächlich ist es so, dass die Defensive gerade nicht den besten Eindruck macht, aber tatsächlich sind nur 3 von denen potenzielle Spieler wahrscheinlich am Ende für die erste Mannschaft. Aber er hofft natürlich, dass es besser wird. Ja, wir haben noch knapp 5 Minuten zu spielen. 0:0 steht's. Das Spiel hätte ein paar Tore verdient, denn die Stimmung, die ist grandios. Und ich glaube, das ist ein Spiel, das alle genießen. Nicht nur die Fans, auch die Spieler. Ich habe das vorhin gesehen, als die Engländer hier in die Arena, in Anführungszeichen, es ist ja keine Arena, es ist ein richtiges Stadion, da sind wir ja auch stolz drauf, kamen. Und da wurde schon ehrfurchtsvoll geschaut, nach rechts, nach links. Und sie genießen es, glaube ich, auch, so wie unsere gegen Engländer zu spielen. So it seems that when it's not only the game, it's also the stadium, and he said the word arena. You know, some clubs in Germany that call their stadiums arena, but this is a stadium. Yes. And he saw that when your team entered the pitch, they were looking quite interested and with a positive attitude to see where they were playing. Yeah, this is a big stadium, probably one of the biggest we'll play in this year. And we've got a couple of young players out there. It's the first time they would have played in an atmosphere like this in front of this many people. So it is probably quite intimidating for some of the young players out there. Also tatsächlich ist es so, dass es eins der größten Stadien ist, in denen sie überhaupt spielen oder gespielt haben. Und dadurch, dass auch sehr, sehr viele junge Spieler dabei sind, ist es für den einen oder anderen sogar ein kleines bisschen einschüchternd, aber generell positiv. Auf jeden Fall, das ist schon mal das Fazit bis hierhin, so kurz vor der Halbzeit, auch wenn es 0:0 steht. Eine richtig große, runde Geschichte hier. Und das schauen wir mal auf der rechten Seite schön durch, die Engländer. Jetzt kommt die Flanke in die Mitte. Und das war doch so etwas wie eine Möglichkeit. Kind of a choice there. Yeah, good opportunity for Wimbledon. Michael Folivi again using his pace to get in behind. He's causing a lot of trouble for today. And looks like he's certainly our most attacking option today. Vielleicht können wir unseren Service ein bisschen erweitern und wir können, jetzt schauen wir mal, gute Möglichkeit für Wimbledon! Yeah, Don's come close again, another cross coming from Dylan Connolly. Michael Folivi went for it and missed, and it was our star striker, Joe Piggott, in the end, who looked like he was going to get the final touch, and it looks like he just hit it wide. Unlucky for the Dons. Ja, und ich wollte gerade sagen, wir können unseren Service ein bisschen erweitern, während hier die Zeitlupe noch läuft. Und wir können auch unseren englischen Freunden sagen, sowie unseren Deutschen natürlich auch, unsere OFC-Fans, schreibt an fanradio@ofc.de. Da geben wir eure Grüße mit über den Sender. Wo genau hört ihr Fanradio? Was habt ihr zu sagen? Wir wollen auch eure Grüße jetzt hier mit über den Sender geben. So, we kind of like to extend our service now for whoever you want to greet somebody somewhere,
write an email to funradio@ofc.de and we will be happy to greet whoever you'd like to greet live here on Kickers Fan TV Radio. It's great. It's a great opportunity to do this. Obviously, the immediate shout-out goes to all those Wimbledon fans and members of the 9 years team who couldn't travel out today. But so write in and get a shout-out for your family members who were watching in today. Also George, gefällt die Idee auch. Gute Möglichkeit, mal seinen Liebsten zu Hause einen kleinen Gruß zu hinterlassen. Wird gerne angenommen. Ja, da werden wir das gleich verlesen, wenn dann etwas kommt. Und ich denke und hoffe, dass man in England das Angebot auch ganz gerne annimmt. So, jetzt haben wir schöne Schnicker dort vorne rein. Aber das ist ja das Problem. Da steht nämlich eine gute offenbare Abwehr. So, there was another chance, but also a good Offenbach defensive. Yeah, Don's again looking good going forward, but suspect at the back, Paul Kalambayi conceding the foul there. But it looks like this is a very counter-attacking game so far. Also absolut Zweikampf betont ist und Hin- und Herspiel aktuell, Chancen auf beiden Seiten jetzt ausgeglichen. So, da haben wir den Neuzugang Duckfuß, vielleicht unser hochkarätigster Neuzugang. Da wollen wir mal schauen. Er tritt jetzt hier den Freistoß und die Engländer, naja, die machen gar keine Anstalten, eine große Mauer zu stellen. Einer stellt sich dorthin und dann kommt er rein, geflogen, Kopfball! Naja, vielleicht jetzt im zweiten Ball, aber dann ist er erst einmal weg, die Engländer. Erst einmal weit rausgeschlagen und Lovrich, der muss den Ball ganz zurückspielen auf ja, Seidel, Mario Seidel, der Neuzugang, der bei uns heute im Tor steht. Und ich weiß gar nicht, ob du das weißt, der wohnt bei mir, wie so viele Neuzugänge, die erstmal noch keine Wohnung haben. Auch das ist Kickers Offenbach. Fun fact about Kickers Offenbach. You see our goalie? He's living with Lars, the main commentator at the moment. And this is not the first time a player would be accommodated by him. This is also Kickers Offenbach. Yeah, we have that. Some of our young players room with some of our fans because there's nowhere else to put them up. But it's great. That's the magic of lower league football. Also ganz, ganz ähnliche Sachen in Wimbledon, dass einfach junge Spieler, die keine Unterkunft hatten, zum Beispiel bei Fans untergekommen sind. Und das ist die Magie von Wimbledon und somit auch von Offenbach. Ja, mit diesem wunderbaren Schlusswort geben wir zurück hier sozusagen. Und es ist Halbzeit, das seht ihr gerade. Wir blenden euch jetzt noch einen richtig schönen, interessanten Bericht ein. Ich glaube, es geht da um den Feldberglauf. Also da haben unsere Kickersbuben richtig geschwitzt. Und dann sind wir natürlich gleich wieder da für euch in Halbzeit Nummer 2. Kopfsache. Alles für den Aufstieg, oder? Alles auf jeden Fall.
Gut, was geht denn Ihnen vor gerade? Was geht denn Ihnen gerade vor? Oh, Luca, komm. Soll ich denn hier runterhauen? Bist du krank, Kevin? Kevin hat den Schnuppen geholt. Nee, ja, aber schon länger bist du angeschlagen. Aber gut, ey. Geht. Bei Manolo war das eine Stolperfrage gedreht. Anschluss, das erste Mal auf dem Feldberg, was sagen wir dazu? War anstrengend. Ja, also die Steigung gerade, wenn es richtig hochgegangen ist. Und, aber ich habe nie aufgehört. Okay, das finde ich gut. Welchen Berg fanden Sie anstrengender? Den ersten oder den zweiten? Also, es gab zwei Steigungen. Und er da am Anfang oder am Ende? Ja, der am Anfang. Am Anfang? Ja, der war, glaube ich, auch ein bisschen steiler. War Gamebreaker? Ja. Ja. Okay, der am Ende dann mit Wille und Ehrgeiz ging. Okay, was hat deine Uhr angezeigt? Wie lange haben Sie gebraucht? Eine Stunde vier. Eine Stunde vier? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung? Ja, schon. Okay, sehr gut. Danke für Ihr Gespräch. Ja. Noch ein Interviewpartner, Mike Vetter. Hallo, was sagen Sie zum Lauf heute? Ja, zum ersten Mal jetzt ins Schützen gekommen, aber da ja, muss der Basti schon mehr aussuchen als so ein Feldbesser. Okay, also denken Sie, der Basti Clean muss mehr investieren, um uns an die Grenze zu bekommen? Ich weiß nicht, der Basti tut immer hier einen auf Ironman, aber war im Endeffekt langsamer als die anderen Jungs. Also da muss er sich, weiß nicht, sollte er mehr trainieren vielleicht. Okay, und wären Sie bereit, nochmal den Feldberg hochzulaufen? Gar kein Fall. Gar kein Fall. In der Kombination mit dem Frühtraining heute hat es Ihnen gepasst? Also insgesamt war der Tag heute sehr ereignisreich. Ja, und ich und der Trainer sind heute sicherlich keine Freunde geworden. Und Basti sowieso nicht. Okay, vielen Dank fürs Gespräch. So, noch ein Gast, Basti Kleen, der Athletiktrainer der Kickers Offenbach. Hallo. Hallo. Was sagen Sie heute zum Feldberglauf? Super, super Einsatzwille der Mannschaft, sehr fit, guten Eindruck. Okay, und im Vergleich zum letzten Jahr, was können Sie dazu sagen? Kann man wirklich sagen, wir haben ja die Leistung gesteigert, auch von der Zeit her. Macht einen fitteren Eindruck als letztes Jahr. Okay, und die Mannschaft ist ja zum Kern so zusammengeblieben. Und was sagen Sie dazu? Guter Teamgeist, guter Wille? Also sehr guter Teamgeist, auch Spaß ist auch ein guter Faktor. Und ja, ich bin durchaus zufrieden. Okay, vielen Dank. Und hoffentlich kein Aufruf. Jetzt habe ich einen sehr speziellen Interviewgast, der Jakob Lemmer, Spitzname Co. Was sagen Sie zum Spitznamen erstmal? Ja, sehr schön. Wie kommt der zustande, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, weil Co hat wenig geredet und ich bin, glaube ich, auch so einer, der nicht so viel redet. Okay, und jetzt mal hier zur heutigen Einheit auf dem Feldberg das erste Mal. Ja, war ein bisschen anstrengend. Also von Ausdauer ging es, aber Beine waren sehr schwer. Okay, also ein bisschen mehr Beine trainieren, soll ich das mal trainieren? Ja. Sehr gut, und so Stand der Vorbereitung, alles gut, gesund? Ich glaube, wir sind alle fit und können in die Saison starten. Okay, es waren mächtige Worte von Jakob Lemmer. Ja. Ich will heim nach Offenbach, zu den Kickers Offenbach, auf den Viehberg Offenbach. Wer macht jeden Gegner Platz? Kickers Offenbach, wo ist Stimmung? Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers Offenbach, Kickers Offenbach, Kickers Offenbach. Kickers Offenbach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, unendlich. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen
die erste 30. Hop. 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 Und der nächste, let's bring. Hop. 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 Vor dem Abflug. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Cup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüle bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang ein Spiel Kickersoffenbach. Zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hop. 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 Und der nächste, let's bring. Hop. 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 Aktiv. Kickersoffenbach. Herr Manuva erzielt den Ausgleich. Womit niemand mehr gerechnet hat, es liegt 10 Sekunden vor dem Abflug. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Hop.
der nächste, der springt. Hop. Hop. Spiel von 1946 aktiv bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang ein Spiel gesagt. Hop. 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 Go the next, let's bring. Hop. Hop. Go the next, let's bring. Hop. Hop. Und auf Wiedersehen, bis Donnerstag, 8.30 Uhr. Cup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang ein Spiel gesagt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, okay, was war, ist vergessen, geht wieder bei Null los und da müssen wir halt sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hop. 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 Und der nächste, let's bring. Hop. 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 Es jetzt weitergehen und das sind wir natürlich für euch da. Das heißt, der FC Wimbledon gastiert bei Kickers Offenbach. Hier läuft noch die Stadionmusik. Also, ich weiß nicht, die haben das ein bisschen verschlafen, wie auch immer. Kein Thema. Wir sind jedenfalls wieder live drauf hier und es steht nach wie vor 0:0. Mike Vetter, der treibt erst einmal die Kugel. Wie wir ihn kennen, mit großem Einsatz geht er vorbei ins Zentrum reingespielt. Jetzt kommt er zurück und das war vielleicht eine Möglichkeit. Gleich schon wieder hier zum Anfang der zweiten Halbzeit. Noch immer der OFT unterwegs jetzt mit der Chance und dann ist abgepfiffen. Also, jetzt gibt's wohl. Yeah, it looks like a penalty given against Wimbledon with Jerome Benham Williams given against. And a. Oh, yeah, slight pull on the shirt, could be quite harsh. I'll pass it back to Lars so he can commentate for a penalty for Kickers Offenbach. Ja, ja, und jetzt ist Schalan neu im Spiel für Jake Hurst. Und er hat sich auch die Kugel hingelegt, er will den Elfmeter schießen. Und das wäre jetzt die Chance für das 1:0, der läuft an. Und dann ist er drin, 1:0 für der OFC im tollen internationalen Testspiel gegen den AFC Wimbledon. Und dieses Tor, das wollen wir uns auch nochmal anschauen, da ist es. Schalan macht das 1:0. Yeah, it was a good penalty from the Kickers Offenbach player. Good opportunity for the Dons. Now we have to build on this. We'll be bringing the young players on in about half an hour's time. So we've got half an hour to get back into this before the academy players come back on.
Also halbe Stunde noch bis dann die Nachwuchsspieler wieder am Start sind. Jetzt gilt's für Wimbledon aufholen, was wir natürlich als OFC-Fans vermeiden wollen, ganz klar. Und überhaupt muss man sagen, sehr, sehr ausgeglichenes Spiel der OFC. Vielleicht mit einem klitzekleinen Chancenplus und deswegen nicht ganz so unrecht in Front mit 1:0. Und euch gefällt es auch, wir kriegen viele E-Mails hier und das freut uns natürlich. Viele oder einige aus Deutschland, aber noch mehr E-Mails kommen aus England. Also den englischen Fans gefällt es auch und vielleicht kann George uns ein bisschen was verlesen. So a lot of emails came in and many of what, yeah, we're quite happy about that, are coming from England. And maybe George, you'd like to read some out of the... Yeah, big shout out to Rob McLeod, who's written in, coming in from Somerset. We've also got Gary Bishop, who's writing in from Perth, Australia. You can read the text if you like. Yeah, so Gary Bishop says he just wants to say a big thanks for us putting on the live stream and a big thank you to Kickers Offenbach for hosting us and allowing us to do this and hosting the 9 years team today. Really good. A lot of posts coming in from Wimbledon fans all over the world, including Lewis Brown and the family watching back in Surrey. Ja, wir werden gleich nochmal schauen, ob es da noch das ein oder andere ganz besonders interessante Mail gibt. Aber ihr habt das schon gehört, die Engländer sind mit Begeisterung dabei. Nicht nur was das Spiel an sich angeht, sondern eben auch im Video-Livestream. Und jetzt kommt der OFC erneut. Und das ist die Möglichkeit. Und da muss es klingeln. Und da ist das Tor. 2:0. Eigentor, Eigentor. Aber der Schaller, der stand da wieder richtig. Oh, jetzt wird's bitter für Wimbledon. Yeah, Kickers come down to the end with another brilliant start to the half. With 3 minutes into the half, two quick goals for Kickers off and back. Jerome Benham-Williams again at fault for the goal. It looks like as the cross came in, Benham-Williams tried to keep it out with his right foot, deflected it into his own net off the goal line. Appalling start to the half here from the Dons. Great start for Kickers off and back. Jetzt haben wir ja im Grunde die ganze erste Halbzeit gewartet auf Tore und jetzt fallen sie wie reife Früchte. Jetzt können wir gar nicht schnell genug hier berichten. Also 2:0 für den OFC. Erste Elfmeter, jetzt geht's hier rund und dann eben noch das Eigentor. Also der OFC führt. Ja, aber wir wollen auch wieder hier zur Sache kommen und ein bisschen aufs Feld schauen. Ich habe das eben ja im Grunde durch den Elfmeter sagen müssen. Der OFC hat ausgewechselt. Da ist jetzt anstatt Jake Hurst Schala im Spiel und er hat auch das Tor gemacht. Aber wie sieht es denn auf Wimbledoner Seite aus? Wie haben die denn gewechselt? So, Offenbach made a change. Jake Hurst is out. Schala, the scorer, just came in. What about your changes in halftime? We made one change at half time with Paul Osu coming on and playing at left wing back. He came on for another academy prospect, Archie Proctor. And that's why Jerome Benham-Williams has come in at left sided centre back. And since that half time change, Jerome Benham-Williams has conceded a penalty and scored an own goal. Not a great start for the trialist. Ja, und weiter geht's. Der OFC kommt. Ich habe das jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, was der Kollege gesagt hat. Aber er sieht einen wie entfesselt aus der Kabine kommenden OFC. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, die Gäste, ja, sie sind vielleicht noch in der Kabine. So Lars reckons that you're still in the locker room and not completely on the pitch yet. Yeah, we sometimes struggle with this. Sometimes we do start a second half poorly. It is a bit of a concern for us, but conceding two goals in 3 minutes, even in pre-season, is a worrying sign. Also tatsächlich ist es in der letzten Zeit so gewesen, dass man aus der zweiten Halbzeit nicht so gut rauskam und dass es ein bisschen ja, beängstigend fast schon ist, dass es jetzt möglicherweise so weitergeht. Ja, also ich habe die Gerlinde Hübel, die schreibt hier liebe Grüße ans Fanradio-Team. Aus dem Block 2 gestern angeflogen gekommen sozusagen und morgen geht es wieder zurück. Sie grüßt aus Österreich, also Grüße natürlich rund um die Welt, Länderpunkte nach Österreich. Und ich habe auch noch andere Länder gesehen, die sich hier beteiligen. Natürlich ganz, ganz viele Engländer mit dabei. Zum Beispiel Franken grüßt dort, das ist der Pinbot. Und er hat jetzt eine ganz eigene Sprache an den Tag gelegt. Die kann ich natürlich so jetzt hier nicht verlesen. Das würde die Engländer heftig irritieren. Und ja, was haben wir denn noch alles Schönes? Die Elke Weil schreibt zum Beispiel hier aus Agenia in Griechenland. Also Griechenland ist auch mit dabei. Überall kommen Grüße. Die ganze Welt ist sozusagen hier und jetzt vereint bei diesem Spiel über den Livestream. So we got greetings, for example, from Greece, and we always get greetings from all over the planet. So, as it's an internet stream, the whole world can follow. So, yeah, it's really important to engage with those fans who are not able to make it to matches every week, and things like Kickers TV and what we try to do with the 9 Years podcast. It's a great opportunity for fans all over the world to get engaged.
Vielleicht kann er noch mal ein bisschen durchforsten, was so Neues da ist und so. So, also das lässt sich hier gut an, die Offenbacher Fans, die sind begeistert, sie feuern ihr Team hier an, ganz klar, und 2:0 direkt nach der Halbzeit, da ging es ja mächtig zur Sache. Vielleicht können wir das eine oder andere nochmal zeigen, ich frage mal den Bildregisseur, was hättest du uns anzubieten, also beide Tore? Also 2:0, dann schauen wir uns das 2:0 nochmal an, jetzt wäre Gelegenheit, also da gucken wir nochmal rein, denn das war dann am Ende ja ein bisschen unglücklich für unsere Gäste, da hat es dann eingeschlagen mit dem Eigentor, da haben wir es nochmal, von der linken Seite kommt er. Ja, ja, und mit dem Kopf dann oben noch links ins Eck. Und wir machen weiter. Hier geht es auf dem Feld ja nach wie vor richtig rund. Und ja, jetzt kommt auch die Sonne raus. Also von wegen britisch Wetter. Alles Quatsch, haben wir vorhin schon gehört. Okay, und dann ja, sind wir froh und dankbar, dass das alles hier so toll läuft bei einer richtig guten Stimmung. Und ich denke, so ein Testspiel, da geht es nicht unbedingt um das Ergebnis, da geht es darum, auch Erfahrung zu sammeln. Es ist schön, wenn man ein Testspiel gewinnt, da freut man sich natürlich für sein eigenes Team, das ist klar. Aber vor allen Dingen geht es doch darum, auch wie es der Name schon sagt, etwas zu testen. So in a preseason friendly, I mean the score is kind of important, but not so important. It's more to gain some experience, and in the end, this should be the main matter. Yeah, we're still very early in our preseason. Our season doesn't start till the first weekend of August, so we've still got a couple more weekends of this. So it's a good opportunity for the players to get minutes in, to try partnerships, to try players in different positions, and see what works. The result is of secondary importance for us today. Also tatsächlich ist es so, aktuell geht es darum, irgendwie sich zu finden. Man ist noch sehr, sehr früh in der Vorbereitung. Es geht in England ein bisschen später los, erst im August als bei uns. Und natürlich ist es eine gute Chance, eine gute Möglichkeit, einfach mal zu schauen, wo man steht. Ja, und die aktuelle Zuschauerzahl, die ist auch da, 2.343. Also das ist mehr als doppelt so viel als gestern beim großen FC Kaiserslautern. So we have an attendance of 2.343, which makes it more than twice than yesterday against the so-called bigger club Kaiserslautern. Yeah, it's great to see that so many people have come out today, and it really goes to show that when the smaller clubs get together for an event like this, everyone comes out, whether you're local or whether you're coming over from the UK. It's been a really enjoyable weekend. Absolut großartig, die Zuschauerzahl, toll zu sehen, dass gerade auch bei vermeintlich kleineren Clubs das so gut angenommen wird. Und ja, es war einfach ein tolles Wochenende, was dadurch gekrönt wird. Ja, und ich habe weitere Grüße hier. Ihr seid schon so aufgeregt wegen dem Lokalderby am Bierbrauerweg. Keine Ahnung. Ah, ja, ja, richtig. Da ist ja morgen was. Da ist ja morgen das nächste Kickerspiel. Morgen spielt der OFC in der Tat im Derby, nämlich gegen den VfB Offenbach. Nein, nicht VfB Offenbach. Quatsch. Wir spielen erstmal in Neu-Isenburg. Ich komme schon ganz durcheinander. Bei so vielen Testspielen, so viel Testspiel. Also morgen in Neu-Isenburg, 15 Uhr wieder einschalten, Livestream. Und jetzt kommt der OFC erneut über die rechte Seite. Und der ist wie on. Ja, wie. Wie unter Dauerdruck, also will hier noch einen nachlegen. Und die Engländer, die haben im Moment ein bisschen ihren Schaff hier wieder richtig ins Spiel zu finden. Also nach der Halbzeit, das hat ihnen nicht so richtig gut getan. Also Alexander Seitz, der hat nochmal hingewiesen, da gibt es ja noch das Spiel gegen den VfB, ganz klar. Aber wie gesagt, es wird auch so sein, dass wir morgen erst einmal bei der Spielvereinigung Neu-Isenburg spielen, auch ein schöner Traditionsclub. Und das übertragen wir natürlich wieder live. Aber kommt auch noch hin, schaut es euch an, bitte geht dorthin nach Neu-Isenburg und supportet dort auch unseren OFC. Viele Grüße kommen aus München, die Sektion München verfolgt heißblütig den Livestream vom Fanradio. Die Vorfreude auf die anstehende Saison wird immer größer. Sehr geile Aktion von euch mit einem Fan vom AFC Wimbledon hier am Fanradio zu haben. Hoffentlich kommt es zu einem Rückspiel im neuen Stadion von AFC, schreibt Manuel Pavlik aus München. So a Kickers fan, Manuel from Munich, he well appreciates it that you're here helping us out, and hopefully it'll come to the revisit in London soon. Yeah, it's been great to hear. We were honoured that you'd ask us here. It's been great weekend. We've really enjoyed our welcome, especially from the Kickers Offenbach fans, and we look forward to hopefully welcoming you soon to our new stadium. Also lieber Manuel, das kommt gut an, hast du wahrscheinlich verstanden. Man würde sich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es zu einem Rückspiel in London kommt, und alle sind herzlich willkommen. Und da müssen wir fragen, wie hoch ist denn das Gästekontingent? Können wir das ausschöpfen? Denn ich denke, die Nachfrage, die wird groß sein. What would be the away capacity at the moment? So how many can we bring? You'll be able to bring 2,000, so we should have a brilliant atmosphere.
Also aktuell leider nur 2000, das sollte kein Problem sein, es wird also ein bisschen knapp. Ja, ja, das kriegen wir noch zusammen. Wenn wir schon mal in England spielen, dann fahren wir auch mit 2000 Mann dahin. Das ist doch überhaupt kein Thema. So, und ich habe weitere Grüße, nämlich aus der Wetterau. Und da schreibt der Klaus Pfannmüller, wir sollten den englischen Freunden vielleicht mal erklären, was Appleboy und Handcase ist. Aber ich denke, das sollten die Kollegen heute Abend erklären beim Schöne Schäppchen. Also ich kann so viel sagen, Appleboy haben sie am Fanmuseum einige schon erfahren. Dem einen hat es besser geschmeckt, dem anderen weniger gut. Apfelwein-Cola war dann so der Kompromiss. Handkäse gab es dort nicht, aber der eine oder andere hat heute Abend noch die Gelegenheit. So, dann habe ich hier noch was. Kickers International, nur der OFC. Greets to the OFC-Fans, schreibt er hier. Das ist Sabrina. Oh, jetzt war da was Besonderes. Was war da? Also, wollen wir noch mal reingucken? Haben wir das? Haben wir das? Na, schauen wir gleich mal, ob wir es haben. Denn das haben wir nicht so richtig gesehen. Jetzt kommt die Szene. Also, ja, okay. Weiß ich nicht. Wer hat erst bewertet? Yeah, it's a good opportunity for the Dons. Michael Felivi getting in behind. Looks like he's been given offside rather than the penalty, which we appealed for. But it looks like that's the best start we've had so far for the half. For the Dons, it's been a really slow start. I expect to see the subs in about 20 minutes. So we've got 20 minutes to try and get two goals back. Also man hat es ähnlich unspektakulär gesehen, eher abseits als sonst irgendwas, gute Chance trotzdem. Weiterhin freut man sich natürlich auf die Auswechslungen, die hoffentlich demnächst passieren. Aber jetzt ist doch die Möglichkeit da für Wimbledon. Oh, und dann aber gut geklärt hier. Auf Offenbacher Seite, das war Sikora, der das hier richtig gut gelöst hat. Also, da schauen wir weiter. Jetzt Wimbledon mit dem Einwurf. Ja, die Möglichkeit ist noch nicht verpufft. Und wir werden dann gleich mal dazu übergehen, weil ihr so tolle Mails geschrieben habt aus England. Ja, und die können wir natürlich nicht alle verlesen. Das ist ein bisschen zu viel. Aber wir werden die Namen verlesen, all die, die uns gegrüßt haben. Und dann sage ich nur Special Greetings to Wimbledon. Und das werden wir dann gleich hier machen, wenn es die Gelegenheit ergibt. Und Schaller, der beißt sich erstmal fest. Der OFC, der kommt über die linke Seite. Oh, da gibt es Freistoß, OFC. Und dann mache ich das gerade mal. Also da kommen die Special-Grüße von Adam Trithan, John Lever, oder er kann sie vielleicht alle besser verlesen. I will take over. What Lars just wanted to say is there were so many emails coming from Wimbledon, from England, and it's too many of them as to read them all, but at least we could shout out to the names, and maybe you'd like to do that. Yeah, it's great. We've had some great emails in from Adam Trithan, John Lever, Rob McLeod, Gary Bishop, Glenn Brown, Philip McLaughlin, Adam Russell also writing in. So a big thank you to all the Wimbledon fans watching in around the world, and we'll hopefully get a goal for you for this pre-season tour. Ja, also da haben wir das auch durch. Und jetzt gibt's Eckball, genau, von der rechten Seite wird er gleich reingeflogen kommen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen rechts gehen, genau, das hat der Kameramann auch jetzt da auf dem Schirm. Da kommt er nämlich reingeflogen und das ist vielleicht wieder eine Möglichkeit für den OFC, der im Moment vielleicht dem dritten Tor fast sogar ein bisschen näher ist als Wimbledon im Anschlusstreffer. So it seems that Offenbach is more likely to score the third one than you are going to score the first. Yeah, Offenbach just had a good corner, took a couple of attempts for Nikola Zanev, our goalie, to gather it. Worrying signs here for the Dons, we haven't really got going yet in this second half. Okay, super. Also jetzt geht's weiter mit dem OFC, der hier ja richtig gut im Spiel ist, aber jetzt Wimbledon über rechts. Das ist doch mal ein schneller Überfall über die rechte Seite in die Mitte und da ist das Tor! Also der Anschlusstreffer, kommentiert. Yeah, great goal from the Dons. Dylan Connolly with a great run down the right corner onto the inside with Joe Piggott tapping it in at the far post. Great goal for the Dons and we're back in this. We've got about 15 minutes to score again before the subs are made. And it's a brilliant opportunity, brilliant crossing from Dylan Connolly, Joe Piggott at the far post. And that is our top scorer from last season, being linked to championship clubs, getting his first goal of this pre-season. Also jetzt ist doch wieder alles offen. So soll es doch sein, der OFC führt 2:1. Das ist der Anschlusstreffer. Und ihr habt es hier im Original Englisch kommentiert bekommen von George, unserem Freund aus Wimbledon. Und jetzt ist doch wieder Hoffnung da. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob vielleicht ein Ruck durch die Mannschaft geht und das Ganze sich wieder ja, sehr ausgeglichen gestaltet fühlt.
So does it give you more hope now? It seems there was a bit of a thing now going on in the Wimbledon team. Yeah, we've made a couple of chubs. We've brought on young Welsh under 18 international Jack Madlin to come on at centre back ahead of Luke O'Neill. And we've brought Tommy Wood on ahead of Michael Falevi, who's got his quota of minutes for the day. But it's a good opportunity for the Dons. Now it's 2-1. Hopefully that'll kick us back into life and we'll be able to get another goal and try and get something from this game. Ja, dann schauen wir. Und der Torschütze ist die Nummer 39, Joe Piggott. Also, das ist der Anschlusstreffer gewesen. Naja, jetzt haben die Fans drei Tore gesehen in der zweiten Halbzeit, die ja noch gar nicht so alt ist. 16 Minuten gerade mal gespielt. Und hören wir die Engländer, die sind auch wieder aufgewacht. Und jetzt stimmen sie ihre Fangesänge an. Das sollte sie motivieren. So it seems your fans woken up as well, cheering again, singing along. Yeah, it's been a long couple of games. We were beaten quite comprehensively by Kaiserslautern last night and we were 2-0 down and it looked like it was going to be more. So it's great, we've come here for a goal, we've got one. So that's all of our fans happy now and we'll start celebrating. Ja, tatsächlich jetzt eine Weile gedauert. Alle haben auch noch ein bisschen die Reise und gestern und alles in den Knochen. 2-0 hinten, da wird man mal ein bisschen ruhiger. Aber jetzt haben alle wieder Hoffnung, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, okay, da sind wir gespannt. Das gibt ein großes, großes Finale, da wir jetzt knapp 63 Minuten gespielt haben und es wieder ausgeglichen steht. 2-1, also der UFC noch hauchdünn vorne. Und das muss man sagen, hat der UFC sich verdient, denn er hatte schon in der ersten Halbzeit einen Tick mehr an Möglichkeit und er war dann vor allen Dingen hellwach, als es aus der Halbzeitkabine rausging. Da war er da, hat gleich zweimal zugeschlagen. Und die Wimbledoner, die mussten sich erst noch mal ein bisschen schütteln, bis sie wieder richtig auf dem Feld standen. Jetzt haben sie aber den Anschlusstreffer gemacht und jetzt sehen wir einem tollen Finale entgegen. So, as the game progresses, we're looking forward to like a really good finish of the game. It should be good. It looks like we're making the subs sort of gradually rather than making them all at the same time like we did last night. That should make a better end to the game than we have. Hopefully we'll be able to remain competitive and hopefully get another goal. Absolut. Im Gegensatz zu gestern zum Beispiel wechselt man jetzt nicht mehr so im Block, sondern so nach und nach. Also eher wie in der Ligasituation und das lässt auf jeden Fall auf mehr hoffen. Und Wimbledon muss natürlich auch hier hochkonzentriert zur Sache gehen. Schließlich treffen sie heute auf einen wesentlich stärkeren Gegner. And then of course you have to be more concentrated and have to act much stronger than yesterday, because you are facing the stronger opponent. Yes, definitely a stronger opponent. No difference. Absolutely. You guys are better than Kaiserslautern, without a doubt. Ja, ich denke, das hat der Großteil verstanden. Offenbach ist auf jeden Fall besser als Kaiserslautern, aber das wussten wir bereits. Nee, das ist nichts Neues, aber das ist schön, dass sich das jetzt auch bis nach England rumgesprochen hat. Das freut uns sehr. Und so haben wir alle viel, viel Spaß und auch die Sonne hat viel Spaß, denn die hat hier nicht nur den Regen vertrieben, die hat sich hier durchgesetzt. Und das ist ja auch eine sonnige, tolle Angelegenheit. Wie gesagt, rundherum ein gelungenes Spektakel vom Fanmuseum heute Morgen mit dem Frühschoppen angefangen. Über das Match und dann geht es heute Abend noch in die späten Stunden. Mit dem einen oder anderen guten deutschen Bier werden die Engländer sicherlich noch hier ihre Kehlen ein bisschen kühlen und dann vielleicht noch sangesfreudig hier in die Nacht unterwegs sein. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, gerade mal 65 Minuten gespielt. Also da ist ja noch richtig zu gehen und da sehen wir noch hier ein tolles Team aus Wimbledon gegen einen prächtig aufgelegten OFC. Aber das glaube ich, kann man schon mal sagen, egal wie das Spiel ausgeht, ein Klassenunterschied, weil wir haben ja anfangs so ein bisschen philosophiert. Wie wird das denn wohl sein? Dritte Liga England gegen vierte Liga Deutschland. Ein Klassenunterschied ist, glaube ich, nicht zu sehen. Da sind wir uns einig. So we were all wondering what the difference between the two teams would be league-wise and in terms of quality. But it seems there's not much of a quality really. So would you agree? Yeah, I agree. There appears to be very little between the two sides. Both teams are not at 100% full strength today, with Wimbledon having a couple of youngsters on as well. But it's a good quality game. Everyone's enjoying it. And that's the main outcome of today, we'll learn. Also absolut, er stimmt zu, kaum Unterschiede festzustellen. Er sagt aber auch, offensichtlich beide Teams noch nicht vielleicht 100%, was auf unserer Seite natürlich jetzt nicht so schön wäre. Aber absolut schön anzuschauen generell und macht auf jeden Fall Spaß auf mehr. Ja, wir hören die Engländer. Hört mal, da bin ich mal ganz ruhig.
Ah, der Stadionsprecher ist der Spielverderber. Denn das waren noch die schönen englischen Fangesänge. Und Mike Vetter, der geht hier vom Platz. Dafür kommt Hechtzirpel, Niklas Hechtzirpel. Und Julian Schäffler kommt auch neu ins Spiel. Da gibt es Szenenapplaus. Also, ja, das war richtig toll, jetzt hier wieder der Schlachtgesang der Engländer zu hören. Und wir sind nach dem Tor wieder so richtig auch oben auf. Und eigentlich gibt es ja bei so einem Freundschaftsspiel, das wäre natürlich eine tolle Sache, ein Spiel mit vielen Toren, am Ende ein Unentschieden. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir gewinnen, aber mit einem Unentschieden können wir auch gut leben. So Lars reckons we could both live with a draw in the end. What do you say? Yeah, I think we'd be happy with a draw. Kickers are a very high quality opposition for us at this stage of our pre-season. It's been a competitive tour for us. We only flew out yesterday morning, we mustn't forget, and we fly back tonight. So if we're able to come out of this tour with a good draw against a high quality opposition, I think we'd be very happy with that. Also auf jeden Fall wäre ein Unentschieden gegen eine Mannschaft wie Kickers Offenbach ein gutes Ergebnis. Man darf nicht vergessen, dass wir ja von einem internationalen Spiel sprechen und Reisestrapazen natürlich auch in den Knochen hängen. Ne? Haben wir alles, aber soll keine Ausrede sein. Nee, das kann auch keine Ausrede sein, denn wenn wir zum Rückspiel kommen, haben wir das Ganze. Ja, dann, ne? Und dann wollen wir den Gästeblock richtig schön füllen. Da sind wir mal gespannt. Und ja, mit einem 2:1 Heimsieg, ja, da müssen wir mal schauen. Also ja, 1-0 würde dann nicht mehr reichen in England. Frank, jetzt deine Meinung. Wie kommen wir da durch? Wir müssen eine Runde weiter. Hilft ja alles nichts. Wir müssen das Spiel auf jeden Fall gewinnen, wenn wir in der zweiten Runde in Wimbledon bestehen wollen. Ich würde sagen, 2 Punkte Vorsprung, sonst wird es schwer, dort zu bestehen. Also dann machen wir das so. Gut. Hier wird ein bisschen gefachsimpelt und das macht richtig Laune hier. Und ich sag's nochmal, wir haben eben das Laufband schon mal, oder beziehungsweise die Kontoverbindung nochmal eingeblendet. Wir brauchen dringend eure Unterstützung, damit wir weitermachen können. 17 Spieltage sind mittlerweile finanziert, das heißt, die Hälfte braucht es noch. Am besten 40 Euro und einen Unterstützungsbeitrag. Und wem das auf einen Schlag zu viel ist, der kann auch 2x20 Euro zahlen, Vorrunde, Rückrunde. Oder eben einen Dauerauftrag, 3,33 € im Monat. Das hat jeder, das kann jeder. Und ihr wollt ja alle Kickers TV sehen und Fanradio hören. Immer, immer live, immer das schnellste Medium rund um den OFC. Also, tut euch selbst einen Gefallen, nicht uns. Denn wir müssen ja vorlegen, ihr zieht nach. Und dann können wir weiter Fanradio senden und Kickers TV eben auch. Und jetzt kommt der OFC wieder über die halblinke Verbindung. Schön rausgelegt. Jetzt vielleicht die Flanke. Schnell muss sie kommen. Vorne rein. Aber dann erst einmal gut geklärt in der Abwehrreihe der Wimbledon. Yeah, good cross from Kickers off and back again, causing danger. Our central midfielder Shane McLaughlin in the end, the man able to head it behind for a corner. The Kickers looking more likely to score than the Dons getting an equaliser. Ja, Eckball wird es geben. Das ist ja wohl der Hammer. Singen die jetzt wirklich Scheiß Eintracht Frankfurt? Das glaube ich nicht. Die Engländer stehen auf und singen Scheiß Eintracht Frankfurt. Das glaube ich nicht. Ist das wirklich so? Das hört sich so an, oder? Wir fragen ihn mal, ob das wirklich sein kann. Also das ist unser Lied. So it seems that your fans are cheering something in German, saying Scheiß Eintracht Frankfurt, which would mean... Yes. That's great. Our fans always, like I said, we've had a brilliant welcome and we'll do everything we can to reciprocate. Man wollte damit offensichtlich einfach mal seinen Dank ausdrücken. Das gibt's doch nicht. Die Offenbacher Fans stehen auf der Haupttribüne und jubeln den Engländern zu. Sie singen Scheiß Eintracht. Das glaube ich nicht. Hört mal. Da muss ich ruhig sein. Hört euch das an. Unglaubliche Szene. Die Engländer fangen hier an, Scheiß Eintracht Frankfurt zu singen. Die Offenbacher können nicht glauben, was sie hier hören. Andächtig. Und jetzt kommt es von der Waldemar-Klein-Tribüne auch rüber. Erst hier die Offenbacher auf der Haupttribüne. Was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein. Dann fragen wir unsere Kollegen. Und in der Tat, sie wollten sich bedanken. Und das Lied haben sie auswendig gelernt. Und wenn das kein Gänsehauteffekt ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dieses Spiel ist nicht zu toppen. Kein Kommentar. Mir fällt dazu nichts ein gerade. Ganz ehrlich. Unglaublich. Unglaublich. Wie heißt das? Unbelievably, oder? Unbelievable. Achso. Ei. Nee. Ich habe ja schon viel erlebt in meiner Kickers-Geschichte, aber das habe ich so noch nicht gesehen und gehört. Ich kann mich nicht erinnern. Nein. No.
Also riesen Geste an die Wimbledon Fans. Maybe in that situation we should explain that to the English fans back home. So there's one big rival team that we have, and there's only one, and I'm not saying the name, but it's a city that you flew to. And your fans starting a song saying maybe it was not so positive against them? Yeah, our fans sang a song which was negative about Kickers Off and Back and their main rivals. So it's great to see that got such a positive reaction from the Kickers, and I'm sure that's made a lot of days around here. Could we call that the start of a friendship? Oh, that friendship started this morning with a couple of beers, but it's certainly continuing it. Right, friendship sorted. Also die Freundschaft hat auf jeden Fall begonnen heute Morgen schon mit den Getränken am Fanmuseum und intensiviert sich gerade. Also ich muss sagen, hier müssen wir nicht darüber reden, ob hier eine Fanfreundschaft entstehen könnte. Sie ist ja längst voll im Gange. Absolut, keine Frage. Nichts hinzuzufügen. Also, da kommt der OFT über die linke Seite. Jetzt wird es nochmal gefährlich für die Engländer. Und dann muss die Flanke vorne reinkommen. Schala, der steht schon richtig dort am Posten. Aber erst einmal abgewehrt. Da haben sie Glück gehabt. Und wir schauen rein in die Szene. Großer Applaus, gute Stimmung. Der OFT, der kommt dann hier mit der weiten Flanke. Naja, und vorher gut geklärt in der Verteidigung der Wimbledoner. Yeah, it's another good opportunity for Kickers Off and Back. Jerome Benham-Williams again, the man trying to block the cross. This time nearly turning it into his own goal, tapping it just behind for a corner. Kickers Off and Back have a corner that will come in very shortly. Dons need to get this away and try and... We haven't got any men up back to last season with the Dons failing to keep a player up for the defensive set pieces. But Jerome Benham-Williams deflecting the cross behind for a corner. Corner comes in and it's... blocked away by Joe Piggott and the Dons will reset for the throw. Also unglaubliche Szenen hier auf Bibershöhen. Wir haben gewusst, das ist interessant, wir haben gewusst, das wird Spaß machen. Aber wie stark, wie gut das Ganze wird, das konnten wir nicht ahnen. Und es hat alle Erwartungen übertroffen. Tausende Engländer mit im Livestream. 300 hier dabei, sangesfreudig, stimmgewaltig. Und sie sprechen kein Wort Deutsch. Aber scheiß Eintracht Frankfurt, das haben sie mal aus eigenen Kehlen hier angestimmt. Und haben das ganze Stadion hier mitgerissen. Unglaublich. Yeah, again, Kickers doing well, looking like they're getting forward. Looks like they've got the opportunity to take a quick throw here. They haven't taken it. They'll be looking to try and work the ball into the box. Jack Madlin, the young Welsh international, defending. Cross comes in, first man cleared away. Joe Piggott will be looking to win it for the Dons. And it's dealt with by Kickers Off and Back, who will be coming back with it. Dons looking to try and reset here, make sure that... Oh, heavy challenger from Dylan Connolly. Free kick to Kickers Off and Back. So, und wir zeigen gerade nochmal euer Tor, damit die Zuschauer das auch nochmal sehen können. Your goal. Yes. The good goal from the Dons with a good cross in from Dylan Connolly with Joe Piggott there, the man at the far post tapping in. We saw him do that several times last season. Kickers Off and Back with the ball quickly through. He's unmarked. Cross comes through. No one's there to be able to get it. Joe Mitchell Pinnock might be able to set up a breakaway for the Dons here. And I'll pass it back to Lars for the main commentary. Ja, also so seid ihr immer auf Ballhöhe. Deutsch oder Englisch, unsere Freunde, die machen hier voll mit, nicht nur auf dem Platz, sondern auch hier im Video-Livestream. Und das ist schon eine echte Show. Das macht richtig Spaß. Jetzt gibt es hier einen mächtigen Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5 Wimbledon kommen hier neu. Yes, several subs for the Dons with Mitchell Pinnock, Joe Piggott. Shane McLaughlin and Jerome Benham-Williams coming off for the Dons. Lucien Belair will come on at right back. David Fisher, who picked up an injury last night, will be coming on as well, as will Dylan Ajay-Mersey. He's a good attacking winger. He's come through. He's an under 16 at the moment. Good opportunity for him. Ayub Basal, who's the youngest first team player to sign a pro contract with us, will be replacing Dylan Connolly. And Elliot Brown will also be coming on. For the Dons, another academy prospect. Great to see so many young, homegrown players coming on for the Dons here. Really good opportunity for some of our young players to prove themselves in such a really, really good atmosphere in a big stadium. Ja, ich weiß nicht, ob der Kollege das mitbekommen hat, als jetzt die Auswechslung kam für die Wimbledoner. Und da haben die Offenbacher Fans hier über die komplette Tribüne geklatscht. We don't know if you realized why you were announcing and commentating on the subs. Our crowd was actually applauding your players. Yeah, that's great to see. It's been a really, really friendly atmosphere amongst all of the fans here.
really good to see such a great atmosphere and so great. Hopefully that will continue now with some of our young players on, as the Dons win a free kick in a dangerous position. Also es ist ihm jetzt nicht direkt aufgefallen, aber er hat es schon mitbekommen. Absolut großartig und ja, man weiß es zu schätzen. Du bist 16 Jahre alt. Also da haben wir jetzt die Nummer 14 zum Beispiel. Das ist frisch eingewechselt, Elliot Bolton. Und er ist gerade erst mal 16 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen. So is it true that one of your subs, Elliot Bolton, is only 16 years old? Yeah, we've brought on two 16-year-olds. Elliot Bolton's a first-year pro. He looks much younger than he actually is. He's just turned 17, actually, not 16. Dylan Adjei-Hirsey, who's come on, who's wearing number 10 for the Dons, he played last night. He is 16. He's had a couple of big clubs sniffing around him in the past, but he's had a couple of injury problems, so hopefully he'll come on and make an impact for us today. Also der Spieler ist tatsächlich gerade 17 geworden, aber tatsächlich ein großer Perspektivspieler. Aber wir haben ja noch die Nummer 10, Dylan Adjei-Hirsey, und der ist tatsächlich erst 16 Jahre alt. Frage an George, die Nummer 30, ist das da der große Abwehrchef, der Boss in der Truppe, oder kann und will das erst werden? So sieht es zumindest aus. The number 30, it's Paul Calambay. Yeah. Is he like your defensive boss, or is he about to become one? Because he got kind of our attention. Yeah, it's great to see Paul Calambay coming in, doing well. He came in, he made his first team debut in December, so good to see him coming in. He's definitely a star of the future. He's bulked up a lot over the summer, so this is the making of him this season. Also der Spieler ist gerade im Dezember wirklich erst so zur ersten Mannschaft gestoßen. Man erwartet sich sehr, sehr viel von ihm und freut sich natürlich zu sehen, wie er da gerade auf dem Platz agiert. Ja, sehr interessante Informationen, und 78 Minuten gespielt. Der OFC führt immer noch 2:1 hier. 2.500 Zuschauer knapp hier zum Freundschaftsspiel. Also knapp 2,5 Mal mehr als gestern in Kaiserslautern beim großen Club aus der Pfalz, der eben keinen Livestream geliefert hat. Und das machen wir hier wie selbstverständlich für jeden kleinen Dorfclub in sozusagen auch in den Testspielreihen. Und selbstverständlich, und es ist uns eine Ehre, eben auch für internationale Spiele, die wir ja hier selten haben. Und dann eben gegen unsere Freunde vom AFC Wimbledon, ne, die jetzt hier auch bemüht sind, hier natürlich noch den Ausgleich zu erzielen. Aber mein Hausgast sozusagen, Seidel, Mario Seidel, der will das verhindern. Yeah, great to see so many young players coming on for the Dons. Really good opportunities for them. We've got about 6-7 teenagers on the pitch right now, and another one who's just broken through last season. So many young academy prospects out there at the moment, and it's really good to see this team appearing to hold their own against a very strong Kickers Offenbach. Also auf jeden Fall, sagt George, läuft es gerade wirklich ganz gut, und vor allen Dingen ist es wirklich toll zu sehen, dass die ganz, ganz jungen Spieler sich so toll in die Mannschaft integrieren. Vor allen Dingen auch gegenzuhalten gegen so ein starkes Team, wie Kickers gerade auf dem Platz haben. Naja, wir haben jetzt viel gesehen, viel gehört hier von den Rängen, viel Emotionen sind rübergekommen, auch durch die E-Mails und so weiter, und hier, ja, insbesondere was in die Atmosphäre anging. Da ist natürlich die Frage jetzt auch an George, ja, wenn denn jetzt ein oder andere OFC-Fan richtig Appetit bekommen hat auf den englischen Fußball, den echten Fußball, den es vielleicht auch nur unterklassig so in dieser Form gibt, was wäre denn ein geiles, ein interessantes Spiel, zu dem man mal reisen könnte? So what Lars is asking, we've seen a great match so far, but some of the Kickers fans might have caught interest, you know, in English football, and let's think about them traveling to one of your games. What match should they aim for? Could you drop a few matches that would be interesting for them to watch? Well, there's a large number of teams. You've got Portsmouth, Sunderland and Ipswich, who were formerly big, huge teams in our division this year. But really, you come to any game, King's Meadow sells out most weeks. You will get an atmosphere incredible every single week. So just any game you can get to, it's definitely worth trying to do it. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Partien, die man im Auge haben sollte, zum Beispiel gegen Portsmouth, gegen Ipswich oder natürlich gegen Sunderland. Aber generell macht es auf jeden Fall immer Sinn, zu einem der Heimspiele zu kommen nach King's Meadow. Es ist immer gute Stimmung, und die sind immer willkommen, dort vorbeizuschauen.
Aber das Stadion ist ja im Moment noch ganz, ganz klein und das neue Stadion, das ist ja mehr oder weniger in der Planung, noch nicht mal so richtig im Bau, glaube ich. Und da ist wahrscheinlich die Kapazität, das Fassungsvermögen auch sehr begrenzt. Frage, wenn denn Offenbacher Interesse haben, haben sie denn eine ernsthafte Chance, dann auch ins Stadion zu kommen? Und wie regeln wir das? Keeping in mind your capacity of your current stadium and the new stadium will be limited. Do Offenbach fans really stand a chance to get a ticket to come and visit you? And what do they have to do? Well, if you go onto the club website, afcwimbledon.co.uk, you'll be able to go to the ticketing section. Definitely buy an advance because most games sell out because our current stadium is so small. Like I said, most games sell out, so buy a ticket online in advance before you travel. But get down, brilliant atmosphere and a sellout every week. Also am besten sollte man da in der Planung schon ein bisschen vorausschauen. Man kann einfach über die Website von AFC Wimbledon in den Ticketshop gehen, sich ein Ticket online kaufen. Sollte das aber vorher tun, weil bei den meisten Spielen ist es tatsächlich so, dass sie aktuell ausverkauft sind. Und dann wird es sicherlich auch wieder die ein oder andere kleine Freundschaftsparty geben. Da gibt es bestimmt in Wimbledon auch die ein oder andere Pub, die man unbedingt sehen muss. Vielleicht auch so die kulturellen Plätze rund um den AFC Wimbledon. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir da unsere Fans auch ein bisschen angeleitet bekämen. So it's definitely worth a visit and maybe hang around the pubs before, after the match, seeing the cultural things around town and... So probably one or the other will take the opportunity, come to London, and are probably looking very much forward to it. Yeah, it's great. We look forward to welcoming any Kickers fans who come to the game. I'm sure someone will offer to buy you a drink at any one of our home games. We hope we can be able to host you as a team very soon because the welcome we've had here, hopefully we'll have the opportunity to replicate that at Kings at the new stadium. Also nicht nur, sagt er, ist jeder Kickers-Fan ab heute herzlich willkommen, aber es wird auch mit Sicherheit dem einen oder anderen mal ein Bier ausgegeben. Jeder, der kommen möchte, ist herzlich eingeladen und natürlich auch sehr, sehr gerne im neuen Stadion, was hoffentlich im August 2020 fertig ist. Ja, und wir müssen ja ohnehin ganz, ganz bald zum Rückspiel anreisen, denn 2:1 für der OFC. Und mit einem Unentschieden wären wir eine Runde weiter. Das haben wir vorhin schon mal so beschrieben. Und im Moment sieht es gut aus, dass der OFC das über die Runden bringt. 83 Minuten gespielt, aber Wimbledon, die haben noch nicht aufgesteckt, sie wollen auch nochmal. So it seems you're not satisfied with the score yet, you're trying the hardest you can to take the draw? Yeah, I think we are, obviously we lost last night to Kaiserslautern, we fielded a very, very strong team, so if we're able to come here, get something that would really make this whole tour much more beneficial to us, because it means we'd have something to show for it as we head off into Spain for next week. Also absolut möchte man natürlich jetzt irgendwie noch ein Ergebnis mitbringen, nachdem man gestern gegen Kaiserslautern verloren hat. Heute. Also da ist der Ausgleich. So, kommentiert. Yeah, great goal for the Dons. Tommy Wood, the man to tap him with his second goal for pre-season. Very similar to his first goal, with a great header at the far post from very, very close range. Trying to think, it looks like it was Anthony Hartigan with the assist for the Dons. Brilliant work so far from the Dons. It's 2-2 now with 6 minutes to go. Hopefully the Dons will be able to get one more. Yeah, just watching the replay now. Brilliant crossing. Oh, brilliant header from Tommy Wood, 6 yards out into the top corner. Outstanding work from the young forward who we signed from Burnley last summer. Also da freut sich der Kollege und wir freuen uns mit ihm. Ganz klarer Fall. Haben wir vorhin so ein bisschen philosophiert in großer Freundschaft. Ein Unentschieden, das wäre doch eine schöne Sache. Jetzt riecht's doch stark danach. Yeah, we were talking about how a draw could be good for the friendly and now it does seem like it's going to be a draw. Yeah, if it ends like this, it'll be really sum up a great day where both fans are mingled. Really great atmosphere, lot of great fans. Yeah, Tommy Wood with the goal, Finlay McNabb with the assist, it might have been, but either way, great goal for the Dons, really good to see, great atmosphere here now, and really, really sums up what's been a brilliant day, and we thank our hosts. Wow, thank you, George, and his stutter at the moment, that was my focus, I forced him to point on the scorer, it's a bit of a mix-up here, so... Tom Wood was the scorer and absolutely oder ganz klar, das Unentschieden würde natürlich im Rahmen der ganzen Freundschaft hier und dem Ganzen weiterhelfen.
Ah ja, das passt einfach ins Bild. Es kann eigentlich gar kein anderes Ergebnis geben. Und ich denke, vielleicht sollte man jetzt auch abpfeifen, auch wenn es 5 Minuten vor der Zeit wäre, denn das macht Spaß so. What do you reckon? Final whistle, because it's fun? Yeah, let's keep going all night. We've got nowhere to be. Okay, also George sagt, vielleicht lieber einfach die ganze Nacht weiterspielen, weil es Spaß macht. Das ist auch eine Option, ganz klar. Aber ihr wollt doch noch die deutschen Kaltgetränke nachher testen. Oder wir müssen sie alle hierher verlagern und dann kriegen wir das auch hin. Also jetzt Schlussphase. 4 Minuten noch offiziell zu gehen. 2:2 steht's auf Biebershöhen. Riesenstimmung, ein toller Test auf beiden Seiten. Und da haben wir gesehen, der UFC, er kann nicht nur gegen den Zweitligisten wie in Wiesbaden mithalten. Er kann auch hier gegen die Drittligisten aus England mithalten. Hat ein ordentliches Spiel gemacht. Die Engländer jetzt zum Schluss vielleicht dann doch noch mal mehr bemüht. Sie haben ein bisschen den Anpfiff der zweiten Halbzeit verschlafen. Aber jetzt sind sie dann doch noch da. Und um des lieben Friedens willen sollten sie sich jetzt ein bisschen zurückhalten. So we reckon you're doing too well at the moment and maybe you should take a step back now. Yeah, it does look like that. It looks like we're starting to put the foot on our gas. I did say earlier that we tend to do well at the end of games, and it does look like that's coming true again for the Dons. It's great to see some of the young players playing with such confidence. Paul Lossu with the opportunity down the left-hand side here. Puts the cross in and it will be cleared away before it gets to Dylan Adjaye Hersey. David Fisher were able to bring the ball back under control. Looks like he'll be playing out of the back to Jack Madden. Great to see some under-18s playing with such confidence and such freedom on such a big, big stage. Cross comes in and it's gathered before Ayub can get underneath it. Zusammenfassend, der wichtigste Teil war immer wieder großartig zu sehen, dass die unter 18-Jährigen sich hier so gut schlagen. Ja, und das kennen wir ja auf unserer Seite auch. Das haben wir vorhin mit Lemmer gesehen und hier überhaupt, was unsere Buben in diesem Jahr geleistet haben. Gerade der Nachwuchs, das ist schon aller Achtung wert. Und da haben wir Julian Scheffler jetzt auf Wigpede gespielt. Also so kurz vor Toresschluss, 2,5 Minuten noch offiziell zu gehen. Und beim Stande von 2:2 kommt der OFC noch einmal über die linke Seite. Jetzt vorne reingeschlagen. Schala, der erste Mal abwehrt. Ja, da kommt er noch einmal mit dem zweiten Ball ran. Aber so richtig will es nicht werden. Ja, eine Frage hätte ich schon noch, denn da gibt es ja einen interessanten Werbepartner vorne auf dem Trikot. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist das irgendwie ein Videospiel oder was genau hat es damit auf sich? So what Lars spotted is your shirt sponsor. It seems to be kind of a video game or something. Can you tell us more about it? Yeah, Football Manager are our kid sponsors. They've been with us since day one. It's a Football Manager simulator, so you can pick the team you manage. They do German teams as well. And it's such a great game and it's really worth it. They've supported us since about a week after we formed. They've helped fund our journey through all the way from step 9 into the third division of English football. It's a great company and well worth a try. Also es ist tatsächlich so, es ist ein Fußball-Simulationsspiel, Football Manager, kann man sich auch in Deutschland runterladen, da gibt es auch deutsche Teams drin. Die sind Partner der ersten Stunde, nachdem dieser Verein gegründet wurde. Nur eine Woche, nachdem der Verein gegründet wurde, waren die dort und haben geholfen und seitdem nie wieder weggegangen. Ja, also wir fassen zusammen. Der UFC ging direkt nach der Halbzeit mit 1:0 in Führung. Schala, dann das Eigentor in der 49. Minute nach dem Schala Elfmeter. 2:1 Pickott, 61. 2:2 Wood. Und so steht es eben jetzt 1 Minute vor Schluss. Das war eine große Party und das wird noch eine große Party. Da muss man kein Prophet sein, um das voraussagen zu können. Wir danken alle denen, die dieses Spiel möglich gemacht haben. Seien es unsere Manager aus den Vereinen, seien es die Betreuer, seien es unsere Spieler und vor allen Dingen die Fans des AFC Wimbledon und natürlich auch die des OFC. So it's been a great game. It's about to end. We'd like to thank all the people who made this game possible, especially all the representatives from London, your fans and everybody involved. Yeah, thank you for having us. It's been a great weekend. We've really enjoyed it. Thank you to Kaiserslautern fans for having us last night as well. It's been a great tour, but thank you especially to Kickers fans. The welcome we've had today and all weekend for all of our fans has been absolutely outstanding. And it's been a great game of football to top it off. Hopefully we'll see a good final minute. Also der Dank geht zurück, aber auch nochmal natürlich an die Fans aus Kaiserslautern, die sie auch wirklich gestern großartig bewirtet haben. Besonders aber an uns heute hier bei Kickers Offenbach. Es war fantastisch. Und da ist das Tor in der Schlusssekunde. Also der UFC wird wohl dann doch gewinnen. Und das ist wohl Julius Reinhardt, oder? Moritz? Moritz Reinhardt, der das Tor macht.
Moritz Rennert, wir schauen gleich nochmal rein. Da haben wir den Schlusstreffer. Aber das wird der guten Laune keinen Abbruch leisten. Also da kommt er von der rechten Seite und dann ist er drin. Und das haben wir ja oft in den Testspielen gesehen. Das ist ein junger Mann, der eiskalt weiß, wo er stehen muss. Yeah, it's a great goal from Kaiserslautern to end it. It looks like Hussein Belair was able to lost his man at the far post. And it looks like Reinhard Moritz has been able to tap it in right as the final whistle blows. Shame to end the game for a defeat for the Dons, but it's been a great weekend. We've scored two goals and a big thank you to Kickers for having us. Mir bleibt Danke zu sagen, lieber George. Es war mir eine Ehre. Viel Glück, alles Gute dem AFC Wimbledon. It was an honour, George. All the best for you and Wimbledon. Thank you. Good luck to you guys, and we'll hope as we play you, you'll be a national team once again. Ja, und mit diesen tollen Bildern und dieser riesigen Stimmung hier verabschieden wir uns aus dem Hexenkessel in Offenbach. Macht's gut. Morgen geht's weiter in Neu-Isenburg. Kommt ins Stadion oder schaut den Livestream. Und vergesst nicht, uns zu unterstützen, denn wir legen immer vor, wenn ihr nachzieht, dann können wir genauso immer weitermachen. Macht's gut, rot-weiße Grüße, ciao ihr Leute.